Claudia, Schatz, sie ist ja 12. Unsere kleine Hanna, 12 Jahre. Oh, wo sind diese 12 Jahre nur hin? Ich kann mir das auch nicht erklären, Martin. Es ist einfach so viel Zeit vergangen. Aber sie wird auf jeden Fall immer unser kleines Baby bleiben, selbst wenn sie 80 ist. Ich meine, das wird nie ein Ende haben. Happy Birthday to you. Wo ist denn Hanna? Ich habe einen Papierflieger gebaut. Julian, psst. Hanna schläft noch. Wir wollen sie heute ausschlafen lassen an ihrem Geburtstag. Nicht so laut. Was? Sie ist doch am Schlafen, aber sie hat doch heute Geburtstag. Ich dachte, hier wäre schon eine coole, fette Party. Fette Party? Herzlichen Glückwunsch, Hanna. Juhu! Hey, Emma, das Gleiche gilt auch für dich. Ruhe jetzt. Die Hanna, die ist noch am Schlafen. Aber sie hat doch Geburtstag. Ich meine, wenn ich Geburtstag habe, möchte ich die ganzen 24 Stunden meinen Geburtstag feiern. Wir sollten sie wecken. Ich bin ganz Julians Meinung. Los, auf in ihr Zimmer. Wir werden sie richtig durchschütteln. Aber Emma, Julian... Ja, hey! Na gut, dann wird sie jetzt eben geweckt. Naja, bisschen unschön. Aber dann nehmen wir die ganzen Geschenke mit nach oben. Ich hatte hier schon extra alles aufgebaut. Ups, ich habe doch gar kein Geschenk für Anna. Ich brauche noch was Last-Minute-mäßiges. Ich guck mal in meinem Zimmer. Hey, seid ihr jetzt alle da? Kann die Überraschungsparty jetzt starten hier für Hanna? Happy Birthday to you. Hier kommt dein... Papierflieger. Ah, nicht ins Gesicht, nicht ins Gesicht. Hanna, willst du dich nicht ein bisschen bewegen? Oh, was war das denn? Sorry, mein Papierflieger. Oh Mann, warum werde ich denn so gemein geweckt? Oh Mann. Ach Hanna, mein Schatz, also wir wollten dir doch nur zum Geburtstag gratulieren. Die ganze Familie hat dran gedacht. Wir haben auch extra Geschenke für dich besorgt, Hanna. Ich leg die Geschenke alle hier auf den Tisch. Ach ja, ich hab ja Geburtstag. Ja, das war aber ein bisschen unsanft, wie ihr mich geweckt habt. Hey, kannst du mir das mal abnehmen? Ich kann kaum was sehen. Das habe ich extra aus meinem Prinzessinnen-Schloss geholt. Also auch von mir alles Gute zum Geburtstag. Das ist dein Geschenk. Wenn du es nicht mehr haben willst, kannst du es mir aber gerne wiedergeben, weil die fehlen jetzt in meinem Schloss. Emma, ich bin bald ein Teenager. Ich bin jetzt 12. Was soll ich mit diesen Figuren? Ja, danke schön. Hey, du kommst jetzt wieder mit, Papierflieger. Ich habe lange dran gebastelt, um dich so herzustellen. Ja, Hanna, wir wissen, es war etwas unsanft. Aber ich meine, du hast Geburtstag. Jetzt wird gefeiert. Hanna, willst du deine Geschenke gar nicht auspacken? Hier, bitte. Oh Mann, ich bin eigentlich noch total müde und jetzt... Ja, danke für die Geschenke. Oh, was ist denn mit der Leiter hier los? Nein, 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 hier geblieben. Dann will ich mal... Aua! Oh, was war das denn? Sorry, das war ich, Julian. Oh Mann, typisch Julian. An meinem Geburtstag, lass mich doch mal in Ruhe. Wisst ihr was, Leute? Ihr nervt mich alle. Geht jetzt raus. Ich werde meinen Geburtstag alleine feiern. Ich bin jetzt 12 Jahre alt, Mann. Hannalein, beruhig dich doch. Und eine Frage noch. Ich habe nichts vorbereitet, aber willst du eigentlich noch einen Kindergeburtstag feiern mit deinen Freunden? Kindergeburtstag? Hast du gerade Kindergeburtstag gesagt? Ich bin jetzt kein Kind mehr. Jetzt geht raus. Ihr nervt alle total. Ich will meinen Geburtstag ganz alleine feiern. Ach komm schon, Hanna. Ich meine, wir freuen uns total, dass du Geburtstag hast. Wir hätten gerne selber Geburtstag, aber jetzt bist du an der Reihe. Mama, das gilt auch für dich. Raus hier. Ich will alleine sein. Naja, eigentlich war der Papierflieger ein Geschenk für Hanna, aber so jetzt nicht. Eieiei, also das ist ja gar nicht gut gelaufen. Was machen wir denn jetzt? Also, sie wollte jetzt alleine feiern, dann soll sie das halt. Ich gehe jetzt mit meinem Tablet oder so spielen. Oh ja, ich komm mit. Ach, Martin, ich glaube, Hanna ist mittlerweile ganz schön groß geworden, hat ihren eigenen Willen entwickelt. Vielleicht sollten wir besser darauf Rücksicht nehmen, wenn sie uns nicht bei sich haben will. Oh Mann, erst stürmen die einfach in mein Zimmer, dann kriege ich einen Papierflieger ins Gesicht, dann kriege ich noch eine Treppe auf den Kopf. Mann! Aber mal gucken, was ich da für Geschenke bekommen habe. Oh, die sind viel zu groß. Mama kennt doch eigentlich meine Schuhgröße. Ich werde einfach die Leiter wieder aufstellen und dann kletter ich hoch in mein Bett und dann bleibe ich da den ganzen Tag. Blöder 12. Geburtstag. Haben mir die anderen alle kaputt gemacht. Den werde ich jetzt einfach verschlafen. Also da heute kein Geburtstag stattfindet, ich meine, dann habe ich den Tag ja frei. Was mache ich denn jetzt? Was spiele ich denn? Also ich finde das ja ein bisschen blöd, wenn jetzt kein Geburtstag ist. Ich meine, Hanna hat nochmal Geburtstag. Ich feiere gern Geburtstag. Irgendwas müssen wir doch machen. Also Mama, ich finde das echt blöd. Können wir das nochmal von vorne machen? Also Hanna muss doch irgendwie Geburtstag feiern. Emma, ich bin ganz deiner Meinung. Ich glaube, wir haben es ein bisschen falsch gemacht, also ein bisschen falsch angegangen. Vielleicht machen wir einfach eine Überraschung für sie. Oh, das ist total langweilig. Und müde bin ich jetzt auch nicht mehr. Und irgendwie ist es auch langsam unbequem hier im Bett. Ich habe ja noch gar nicht die anderen Geschenke angesehen. Da liegt ja noch mehr für mich. Oh, was ist das denn? Ein Parfum? Das riecht ja total gut. Und die Blumen, die Papa hier reingetragen hat, sind eigentlich auch ganz schön. Die stelle ich mal hier bei dir hin, Pia. Oh, und das ist ja das Pferdebuch, was ich mir schon total lange gewünscht habe. Der Teil 2 von meinem ersten Buch. Hi, Pia. Hanna hat dir schon geschrieben, dass ihr Geburtstag ausfällt per SMS? Nein, komm mal trotzdem. Du bist falsch informiert. Und was ist in diesem großen weißen Geschenk drin? Eine neue Schreibtischlampe in grün. Ich mag grün. Oh, die habe ich mir auch schon total lange gewünscht. Haben sich Mama und Papa das gemerkt? Naja, und diese Schuhe, die sind zwar ein bisschen groß, aber vielleicht wachse ich da ja noch rein oder vielleicht kann Mama die ja umtauschen.
Ich habe eigentlich doch ziemlich coole Geschenke bekommen. Und naja, jetzt sind alle aus meinem Zimmer raus und jetzt bin ich irgendwie alleine. Naja, dann lege ich mich nochmal wieder hin. Hallo Pia, schön, dass du so schnell gekommen bist, na? Hallo Frau Vogel, alles gut bei mir. Wenn du magst, kannst du schon mal in Richtung Pool gehen. Heute gibt's nämlich eine Poolparty. Oh, das klingt richtig spannend. Eine Poolparty. Bei dem Wetter gibt's nichts Besseres. Ich bin gespannt. Oh, ich glaube, es gibt doch noch eine Party. Also da mache ich dann auf jeden Fall mit. Ja, super, Julian. Dann kannst du ja schon mal draußen den Tisch aufstellen. Wir müssen langsam ein bisschen mit den Vorbereitungen beginnen. Oh, also ich habe auch mit dem Onkel Stefan telefoniert und der hatte einen super Tipp für den Pool für mich. Hm, besonders für heute. Ja, Martin, ich mache eben gerade noch den Abwasch. Moment mal, Onkel Stefan, Pool? Och nee, ne? Also normalerweise heißt das nichts Gutes, wenn Onkel Stefan kommt, aber... Ach, mal sehen. Aber schließlich ist ja Hannas Geburtstag. Ich werde einfach mein Auge zudrücken und mit den Vorbereitungen weitermachen, als wenn nichts gewesen wäre. Also der Stefan, der meinte, dass dieses Zeug hier in den Pool muss. Also da bin ich mal richtig gespannt, ob das klappt. Herr Vogel, brauchen Sie Hilfe? Was machen Sie denn da? Nee, nur hier, von diesem Zeug brauchte ich nur ein bisschen und damit ist der besondere Pool fertig. Wow, das sehe ich erst jetzt. Das sieht ja richtig klasse aus. Ja, dann hoffe ich mal, dass Hannah damit bessere Laune hat. Und ich mache mal weiter mit den Geburtstagsvorbereitungen. Ich hätte nicht gedacht, dass ein Geburtstag alleine so langweilig sein kann. Das neue Pferdebuch habe ich auch schon fast durch. Naja, vielleicht kann ich ja mal einfach ein bisschen nach unten gehen. Und vielleicht haben Mama und Papa ja schon vergessen, dass ich so viel rumgemeckert habe. Hey, Leute, sie kommt! Hannah kommt runter! Habe ich da gerade meinen Namen gehört? Hannah kommt runter oder so? War das Julian? Überraschung! Oh Mann, eine Überraschungsparty für mich! Und eigentlich wollte ich das ja gar nicht, aber jetzt freue ich mich total! Hey Hannah, herzlichen Glückwunsch und alles hey, Gute! Philipp. Ich hatte schon Angst, dass wir doch nicht feiern. Oh, mein kleines Hannah. Baby ist jetzt 12 Jahre! Baby. Also dann würde ich mal sagen, das Buffet mit Hannas Lieblingsessen ist dann eröffnet. Greif zu! Oh, das sieht aber lecker aus. Das ist nicht nur Hannas Lieblingsessen, das ist auch meins. Oh, wow, es gibt ja auch noch ganz viel Kuchen und Pommes und Pizza. Na, Hannah, ich hoffe, deine Laune ist jetzt besser und du kannst deinen Geburtstag noch ein bisschen genießen. Na, und es wird noch besser. Hannah, komm mal zum Pool. Herzlichen Glückwunsch. Ich glaube, ich will da hinten, also wenn wir hier rasieren wollen, müssen wir weiter. Los, wir müssen nach vorne. Oh, wow, was ist das denn? Aber die Farbe. Vorsicht. Ein rosa Glitzerpool und Papa mittendrin. Das war aber so nicht geplant. Hey, Papa. Oh, Papa. Jetzt, Mann, jetzt bist du Glitzerpapa. Glitzerig aus. Also in den Pool will ich auch auf jeden Fall rein. Ach, Hannalein, ich bin wirklich froh, dass wir deinen Geburtstag noch gefeiert haben gemeinsam mit dir. So erwachsen bist du dann doch nicht. Mama, tut mir leid, dass ich so schlechte Laune hatte. Und vielen Dank für alles. Das habt ihr echt toll gemacht. Das freut mich, Hannah. Aber das war nicht nur ich da. Die ganze Familie Vogel mitgeholfen. Oh, danke, Papa. Danke, Julian. Danke, Emma. Und danke, Mama. Oh, so ein Geburtstag ist schon wirklich toll. Und den sollte man niemals alleine feiern, sondern immer mit den besten Freunden und der Familie. Hey, hallo. Ich bin von der Schule wieder da. Ach, hallo, Hannah. Wir sind hier drüben. Okay, ich komm schon. Ich habe auch einiges zu erzählen. Herzlichen Glückwunsch nachträglich, Hannah. Oh, hey, danke. Hallo, Familie Schnösel. Na, mit was habe ich das denn verdient, dass ihr hier zu mir kommt und ein Geschenk mitbringt? Hannah, du kannst ruhig näher kommen. Tante Maren, Isabel und Tessa sind nochmal vorbeigekommen, weil du ja noch gar kein Geschenk von denen zum Geburtstag bekommen hast. Und wie du uns kennst, haben wir natürlich wieder das Teuerste und Beste nur für dich ausgesucht. Es ist ein Parfüm und ein Deodorant von Chanel. Also, ich hoffe, es gefällt dir, Hannah. Naja, danke. Dann hättet ihr es ja gar nicht einpacken müssen, wenn du mir schon vorher verrätst, was da drin ist. Anna, jetzt sei doch nicht so undankbar. Wir haben dir echt was Teures geschenkt. Also. Naja, und Tessa hat gesagt, dass es dringend notwendig ist, dass du mal ein bisschen duftest. Du würdest wohl immer so stinken in der Schule. Bitte, was? Wer erzählt denn so einen Blödsinn? Ich stinke überhaupt nicht. Naja, Hannah, das sehe ich als deine Cousine und auch alle anderen Mitschüler ein bisschen anders. Du solltest dich häufiger pflegen. Ja, jetzt wo du sagst, Hannah müffelt manchmal wirklich. Also das halte ich echt für ein Gerücht. Also das hat mir noch nie jemand gesagt. Aber naja, vielen Dank für das Geschenk. Schön, dass ihr da seid. Dann schaue ich da jetzt mal rein. Also ich rieche jetzt nicht, dass Hannah stinkt. Aber naja, ein bisschen Pflege tut jedem gut. Uiuiui, so ein teures Parfüm. Das besitze ich ja nicht mal. Aber na gut. Oh, das riecht ganz schön streng. Aber ja, danke schön. Streng meinst du, Hannah? Du weißt überhaupt nicht, was gut riecht. Das riecht fantastisch. Moment mal gerade, was mir auch gerade auffällt. Tessa, wir waren eben noch zusammen in der Schule und du wurdest abgeholt. Und ich bin nach Hause gelaufen. Ihr hättet mich auch mitnehmen können. Aber naja, das kann ich wohl nicht von euch verlangen.
Ich habe jetzt auch leider keine Zeit mehr. Ich muss in mein Zimmer. Mama, du weißt ja, gleich kommen ein paar Freunde von mir. Was? Du kriegst noch Besuch von Freunden? Ich wusste das überhaupt nicht. Habe ich das etwa vergessen? Ich dachte, ich hätte es dir erzählt. Also Pia und Philipp und Dave kommen. Oh, das ist ja interessant. Mich würde echt mal interessieren, wie Hannah ihren Nachmittag mit ihren Freunden verbringt. So wie ich sie kenne, wird das ziemlich langweilig, aber ich will es mir trotzdem mal anschauen. Naja, dann haben wir wohl unseren Geburtstagsbesuch abgeschlossen. So, wir gehen. Wenn Tessa hier bleibt, werde ich auch hier bleiben und mit Emma spielen. Also das ist wirklich kein Problem, Maren. Also wenn du magst, kannst du wirklich deine Mädels hier lassen. Ich passe auf sie auf. Ach, perfekt. Dann habe ich mehr Zeit für meine Maniküre und Pediküre. Bis später. Was willst du denn hier, Tessa? Bist du mir nachgelaufen? Ich weiß, du hast es ja eigentlich nicht verdient, aber ich werde als Ehrengast heute den Nachmittag mit euch verbringen. Das kommt gar nicht in Frage. Mann, ich bin mit meinen Freundinnen und Freunden verabredet. Hannah, du musst wirklich nicht so unhöflich sein zu deiner Cousine Tessa. Lass sie doch ruhig mitmachen. Erst erzählst du rum, ich würde stinken und jetzt willst du auf einmal mit mir den Nachmittag verbringen? Naja, okay, Mama. Ich glaube, da hat es gerade an der Tür geklingelt. Hannah, ich glaube, deine Freunde sind da. Hey Leute, da seid ihr ja. Hi Hannah, grüß dich. Hi Hannah. Oh, tut mir leid, Leute, aber Tessa ist auch oben. Die ist heute mit dabei bei uns, heute Nachmittag. Och nee, Tessa, die habe ich doch vorhin schon in der Schule gesehen. Warum denn jetzt auch noch in der Freizeit? Also, wenn ihr mich fragt, ich habe auch keine Lust auf Tessa. Die nervt total und die war auch richtig fies zu mir. Die hat gesagt, ich würde immer stinken. Also, wenn jemand eine gute Idee hat, wie wir sie wieder loswerden können, gerne raus damit. Ich hätte sonst eine Idee. Also, wie wär's, wenn wir einfach auf den Spielplatz gehen und Tessa lassen wir hier? Naja, ich glaube, da hat meine Mama was dagegen. Sie hat eben gesagt, Tessa soll ruhig dabei bleiben und ich soll mich nicht so anstellen. Wie wär's denn, wenn wir Flaschendrehen spielen würden? Da würde Tessa bestimmt nicht mitmachen. Pia, das ist echt eine gute Idee. Also, selbst wenn sie mitmacht, vielleicht können wir ihr mal einen guten Streich spielen. Also dann, Leute, die Flasche habe ich. Ab nach oben. Du, Tessa, wir wollen heute Flaschendrehen spielen. Wenn du da keine Lust zu hast, ist in Ordnung, wenn du gehst. Da sind wir nicht sauer. Warum sollte ich denn bitte schön gehen? Ich bin auf jeden Fall dabei. Ich fange an. Ich liebe Flaschendrehen. Oh. Ja, hätten wir das gewusst, ich meine, dann wären wir doch auf den Spielplatz gegangen, oder? Okay, dann wollen wir doch mal schauen, wer hier am sportlichsten ist. Auf wen die Flasche zeigt, der muss 20 Liegestütze machen. Wie, jetzt ich? Ja, gut, gut. Ich schaffe es. 1, 2, 3, 4. Oh, wie viel noch? Noch 16, Dave. Aber du machst das echt gut. Ich hätte nicht mal eine einzige geschafft. Eieiei, ich glaube, das waren ja 20. Boah, war das anstrengend. Ach, das habe ich mir doch gleich gedacht, dass du nur 20 schaffst. Ich hätte ruhig 50 machen können. Und du hast die echt nicht gut gemacht. Ich weiß schon, wie wir Tessa loswerden. Also, dann bin ich jetzt dran. Auf wen die Flasche zeigt, der muss mit Hannas Geschwistern spielen. Ja, ja. Oh, also eigentlich, wenn ich jetzt dran wäre und dann könnte ich mit Julian Tablet spielen, ein bisschen Roblox und so. Cool. Gute Idee, Dave. Och nee, auf mich zeigt die Flasche. Mann. Okay, Leute, dann bin ich mal weg. Ich spiele jetzt entweder mit Emma oder mit Julian. Bis gleich, Pia. Also Pia, die ist ja sowieso sowas von kindisch. Die passt viel besser zu Julian oder Emma als hier in unsere Runde. Ach, die ist manchmal sowas von gemein und die merkt das noch nicht mal. Okay, also Pia ist ja nicht mehr da. Ich würde das dann übernehmen mit dem Flaschendrehen. Okay, nächste Aufgabe wäre dann, also auf wen die Flasche zeigt, den dürfen wir dann das Gesicht anmalen. Mit diesem Stift, ja, ja. Oh Mann, das ist echt eine lustige Idee von Philipp. Ich hoffe, es trifft Tessa. Ja, ich finde das echt cool, dass du jetzt hier mit uns spielst. Ich meine, bei mir ist es eh viel schöner als bei Hannah. Also ich finde, du solltest aber eine Gebühr entrichten dafür, dass du mit uns spielen darfst. Was? Eine Gebühr? Wieso das denn? Soll ich Geld bezahlen? Ganz genau, eine Nutzungsgebühr für das Spielzeug von Emma. Oh Mann, du bist ja echt fast so drauf wie deine Schwester Tessa. Auf so eine Idee muss man erstmal kommen. Mann, oh Mann. Und die Flasche zeigt auf Tessa. Tessa, du bist dran. Oh, du weißt, was das heißt. Moment mal eben. Oh Mann, das wird lustig. Diese Flasche zeigt nicht auf mich, die zeigt auf Hannah. Schaut doch mal hin. Ich rutsche erstmal weg von der Flasche. Schaut euch das an. Direkt auf Hannas Fuß. Nicht ich. Ja, wenn du wegrutschst, ist das ja klar, dass sie dann auf mich zeigt. Die hat auf dich gezeigt, auf deinen Fuß. Dann würde ich vorschlagen, dass wir einfach nochmal drehen. Ich habe das ganz anders gesehen. Damit bin ich nicht einverstanden. Ja, ist ja gut. Dann drehe ich halt nochmal. Auf wen die Flasche zeigt, sage ich euch, male ich persönlich an. Ich hab's euch doch gesagt. Es ist Hannah, nicht ich. Mann. Das kann doch echt nicht wahr sein. Mann, eben hat die Flasche wirklich auf Tessa gezeigt. Oh, ja, gut. Hannah, sorry, aber dann komm mal her. Pflaster. Sorry. So schlimm wird schon nicht. Du willst mich doch wohl jetzt nicht anmalen. Na, was glaubst du denn, Hannah? Natürlich muss er das jetzt machen. So ist das Spiel. Hannah, wie siehst du denn aus gleich? Oh Mann, das wird sowas von cool. Cool? Was ist denn daran cool? Oh Mann, ich sehe bestimmt schrecklich aus. Du hast echt überall hingemalt. Hannah, sorry, aber
Du hast jetzt einige Tattoos. Natürlich kann man die abwaschen im Gesicht, aber es sieht trotzdem witzig aus. So kennt man dich gar nicht. Ich finde das nicht so lustig. Stell dir mal vor, ich muss morgen so zur Schule gehen. Vielleicht geht das nie wieder ab. Also ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt an dieser Stelle. Ich habe einen Eindruck bekommen, was Hannah so in ihrer Freizeit am Nachmittag macht. Und für mich ist das nichts. Tschüss. Nein, ich zahle ganz bestimmt nichts, wenn ich mit euch spielen will. Auf jeden Fall. Also das kostet dir zu 100 Nein, Euro. Nein, mach ich nicht. Pia, lauf doch nicht weg. Du kannst doch ruhig mitspielen. Das kostet dich wirklich nichts. Das sind meine Spielzeuge, nicht Isabels. Oh Mann, fürs Spielen bezahlen. Diese kleine Schnösel-Dame, die hat echt schon ein Geschäftssinn wie ihre große Schwester. Hanna, ey, du siehst aus, ne? So solltest du nicht zur Schule kommen, sage ich dir. Was ist denn los, Leute? Warum lacht ihr so? Und wo ist eigentlich Tessa? Hanna, antworte doch mal. Warum drehst du dich weg? Habe ich dir was getan? Pia, also ich drehe mich nur um, wenn du mir versprichst, nicht zu lachen. Also wie die beiden anderen hier lachen? Ich kann für nichts garantieren. Was ist es denn? Guck mal, ich wurde angemalt. Jetzt habe ich ganz viele Tattoos im Gesicht. Oh Mann, Hanna, derjenige, der dir das angetan hat, den würde ich auf jeden Fall heimzahlen. Das sieht ja furchtbar aus. Das werde ich jetzt auch machen. Na warte, Philipp, jetzt male ich dein Gesicht an. Aber Dave, komm nicht auf die Idee, mich auch noch anzumalen. Nein, alles gut, ich halte mich da raus. Na, was sagt ihr, wer sieht jetzt komisch aus? Philipp oder ich? Hanna, du hast jetzt aber nicht irgendwas geschrieben, ne? Also keine Ahnung, ich bin doof oder sowas. Vielleicht. Och Mann. Also ihr seht beide unmöglich aus. Und ähnlich seht ihr euch auch noch dazu. Stimmt, ähnlich sind wir uns schon. Ja, sonst wären wir ja nicht zusammen. Aber du, Philipp, hoffentlich geht das jemals wieder ab. Sonst müssen wir so zur Schule. Denke schon. Oh Mann, zum Glück ist dieses Zeug wieder weggegangen aus meinem Gesicht. So wie ich gestern aussah, so hätte ich niemals in die Schule gehen können. Ich bin mal echt gespannt, wie Philipp heute aussieht. Ob der wohl noch irgendwie Farbe im Gesicht hat oder so? Vielleicht steht er immer noch doof in seinem Gesicht. So, jetzt muss ich noch Schuhe anziehen. Welche nehme ich denn heute? Blau oder pink? Keine Ahnung. Hanna, kommst du? Oh, ich bin schon echt spät dran. Ja, Mama, ich komme ja schon. Hanna, da bist du ja endlich. Deine Geschwister sind schon fertig mit Frühstücken. Du musst dich ein bisschen beeilen. Oh, hey, morgen. Ich muss doch einmal kurz nach oben. Also, ich habe meine Schulter vergessen. Also, ja doch, das sind doch zwei verschiedene Schuhe, oder nicht, oder? Ach Mann, Hanna, typisch, Hanna. Ja, sag mal, Hanna, bald sind doch Zeugnisse dran, oder? Weißt du da schon irgendwie was die Noten angeht? Oh, Backe, Zeugnisse. Gibt's etwa in der Kita auch Zeugnisse? Oh Gott, welche Note gibt mir Brigitte wohl? Emma, da kann ich dich beruhigen. In der Kita gibt's keine Zeugnisse, erst in der Schule. Boah, Glück gehabt. Aber im Spiel hätte ich auf jeden Fall eine 1 und aufräumen, naja, vielleicht eine 5. Also ich habe jetzt keine Zeit mehr, ich muss direkt los. Also ich komme nur zu spät. Bis dann. Na gut, bis dann, Hanna. Jetzt hat Hanna mir gar nicht auf meine Zeugnisfrage geantwortet. Naja, klären wir später. Hey, guten Morgen, Tessa. Na, du warst aber gestern schnell weg. Naja, ich hatte einen Termin und außerdem war das nicht mein Fall. Und du bist immer am Mogeln. Ich meine, die Flasche hat von Anfang an auf dich gezeigt, nicht auf mich. Naja, wenn du meinst. Ich fand's auf jeden Fall lustig. Dann sehen wir uns in der Klasse. Bis später. Hanna, was ist denn das schon wieder für ein Modeverbrechen? Da zwei verschiedene Schuhe, hast du keine Augen? Modeverbrechen? Oh, hä? Ich habe hier wirklich zwei verschiedene Schuhe an. Ach genau, da hat Mama mich unterbrochen. Aber es sind ja die gleichen Schuhe, nur in unterschiedlichen Farben. Ich werde einfach rumerzählen, dass das extra ist. Ich finde, das ist kein Modeverbrechen, das ist doch schick. Hey Becky, das war echt schade, dass du gestern nicht dabei gewesen bist mit Ricardo. Das war super witzig bei Hanna. Ach, vielleicht das nächste Mal. Ich hatte keine Zeit. Ich musste noch für einen Test üben und ich war mit Ricardo Eis essen. Ach ja, der Test. Naja, ich habe gestern Abend noch geübt. Ich hoffe, das hat gereicht. Hey, morgen, Leute, um was geht's denn? Habe ich da irgendwie Test gehört? Hey, Hanna, Mann, dein Gesicht ist ja wieder sauber. Wie hast du denn das hingekriegt? Ich habe eben gerade schon Becky alles erzählt. Man kann wirklich nichts mehr sehen. Du musst es ja auch nicht überall rum erzählen. Ich dachte, das bleibt für ewig. Becky, du warst zwar nicht dabei, aber du kannst es mir glauben. Philipp und Hanna sahen echt furchtbar aus. Hanna, hast du gestern Abend noch eigentlich für den Test gelernt? Um welchen Test geht es überhaupt? Also, ich habe das eben schon gehört, dass ihr über den Test geredet habt. Welcher Test? Was sehe ich denn da? Warum hast du denn zwei unterschiedliche Schuhe an, Hanna? Das mit den Schuhen habe ich extra gemacht. Das finde ich schön. Hey, guten Morgen. Hanna, du bist doch nicht noch sauer, oder? Weil ich dich gestern angemalt habe. Ach nein, ich bin nicht mehr sauer, Philipp. Aber dein Gesicht sieht auch gut aus. Hast du gut wegbekommen. Es wäre ja echt lustig gewesen, du wärst heute so in die Schule gekommen. Leute, ich würde sagen, ich mache mich schon mal los zum Unterricht. Wird sonst ein bisschen knapp. Wir müssen noch diesen Test noch schreiben. Ich will pünktlich sein. Ach ja, stimmt, der Test. Ach ja, warte doch mal. Was für ein Test überhaupt? Ich weiß von nichts. Leute, halt, wartet mal. Welcher Test? Na, Hanna, du hast wohl nicht aufgepasst. Wusstest du etwa nicht, dass wir heute den schwersten Mathe-Test der ganzen Welt schreiben? Hey, Ronja, nein. Was für ein Mathe-Test denn? Also, das hat doch gar keiner gesagt, oder?
Hä, doch, wir wurden gestern alle noch von Herrn Grob angerufen. Und wer den Test nicht besteht, der bekommt eine 6 auf dem Zeugnis. Oh nein, wahrscheinlich hat mir das Julian oder Mama oder Papa oder Emma nicht gesagt, dass Herr Grob angerufen hat. Ich will doch keine 6 auf dem Zeugnis bekommen. Oh oh. Hey, Leute, wartet mal auf mich, wartet. Ich wusste von diesem Mathe-Test nichts. Ich wurde nicht angerufen und ich weiß jetzt überhaupt nicht, was drankommt. Was habt ihr denn alles geübt? Naja, alles, was wir das letzte Schuljahr so gemacht haben. Alles halt. Oh nein, das schaffe ich niemals und dann kriege ich bestimmt eine schlechte Note auf dem Zeugnis. Und dann, vielleicht bleibe ich sitzen. Eieiei, was ist denn mit Hannah Vogel los? Die ist ja ganz schön aufgebracht. Hannah, ist alles in Ordnung? Kann ich dir irgendwie helfen? Nichts ist in Ordnung. Ich wusste nichts von diesem Mathe-Test, der heute geschrieben wird. Und wenn ich den jetzt nicht bestehe, dann kriege ich bestimmt eine schlechte Note. Ach, Hannah, mach dir nicht so viele Sorgen. Ich habe gesehen, wie Herr Grob den kopiert hat. Und ich muss sagen, der sah gar nicht so schwer aus. Okay, dann werde ich einfach noch mal schnell in mein Buch reingucken und mir alles schnell angucken. Vielleicht schaffe ich das ja. Hannah, meinst du wirklich, das bringt jetzt noch was? So kurz vorm Test sich noch mal den Lernstoff anzugucken? Du hast echt nicht gelernt? Wie hätte ich denn lernen können, wenn mir keiner Bescheid gesagt hat? Hannah, Mensch, du kannst Mathe doch. Ich meine, du schaffst es auch ohne Lernen. Ja, Pia hat recht. Ich meine, du kriegst das schon irgendwie das hin. Das stimmt nicht. Du musst nur die Ruhe bewahren. Garantiert ist der total schwer, der Test. Und dann bestehe ich den nicht. Und dann kriege ich eine schlechte Note auf dem Zeugnis. Und ach, ich will es mir gar nicht alles vorstellen. Hannah, kann es sein, dass du generell heute ein bisschen durch den Wind bist? Ich meine, du hast auch zwei unterschiedliche Schuhe an. Oh ja, mit den Schuhen ist es jetzt echt jedem aufgefallen. Das habe ich extra gemacht. Herr Grob, gut, dass ich Sie jetzt noch kurz treffe. Ich wollte eben noch mal mit Ihnen sprechen. Was kann ich denn für Sie tun, Frau Lieb? Also ich hab's ein bisschen eilig, weil wir schreiben gleich einen Mathe-Test mit meiner Klasse. Ja, ganz genau darum geht's. Also die Hannah Vogel, die scheint wirklich sehr nervös zu sein. Vielleicht hat sie sowas wie Prüfungsangst. Können Sie die ihr nicht irgendwie nehmen? Aber Hannah, die schreibt doch gar nicht mit. Für die hatte ich eine spezielle Aufgabe heute, deswegen hatte ich sie gestern nicht angerufen. Oh, ach so. Na, das erklärt natürlich, warum sie von dem Test überhaupt nichts wusste. Becky, stell dir vor, vielleicht wenn ich dann sitzen bleibe, dann sind wir nicht mehr in einer Klasse. So, schönen guten Morgen, Kinder. Seid ihr denn bereit für den Test? Oh Mann, ich fühle mich ganz und gar nicht bereit. So, alle Sachen vom Tisch bitte. Ach ja, ich räum's ja schon weg. Oh Mann, jetzt fall ich auch noch vom Stuhl. Anna, meinst du nicht, dass du etwas übertreibst? Ich meine, du bist doch so gut in Mathe, als ob du das nicht schaffst. Naja, aber wenn ich gar nicht gelernt habe, Philipp, willst du, dass ich in eine andere Klasse komme, dass ich wiederholen muss? So, und heute wird natürlich nicht abgeschrieben, Ronja, damit das klar ist. Hat Herr Grob wohl mitbekommen, dass ich nicht gelernt habe? Und jetzt bekomme ich ganz viel Ärger, ich habe keinen Zettel bekommen. Hannah, du machst mich ganz nervös. Sei doch mal bitte leise, ich meine, ich krieg den Test sonst auch nicht hin. Herr Grob, ich weiß ja nicht, woher Sie das wissen, dass ich nicht gelernt habe, aber ich habe noch keinen Zettel und es tut mir leid. Hannah, ganz ruhig, für dich habe ich eine spezielle Aufgabe, komm, sei mal bitte mit. Und in der Zwischenzeit werde ich hier die Aufsicht übernehmen. Oh, vielen Dank, Frau Lieb, Sie sind so lieb. Und Hannah, kommst du dann bitte mit? Oh nein, was ist das jetzt wohl? Warum muss ich jetzt mit Herrn Grob mitgehen? Ich krieg bestimmt einen besonders schweren Test. Na dann wünsche ich allen Schülern viel Glück bei dem Test. Das schafft ihr schon. Hannah, also würdest du dann bitte Platz nehmen? Oh nein, was wird das jetzt hier? Ist das etwa eine mündliche Prüfung? Also, da habe ich schon mal von gehört. Dann wird man von einem Lehrer gefragt und muss direkt Antworten geben. Also, Herr Grob, ich weiß nicht, wie Sie das rausfinden konnten, dass ich nicht gelernt habe. Aber, also, ich kann ja vielleicht noch mal heute Nachmittag lernen und den Test dann morgen schreiben. Test morgen schreiben? Anna, was meinst du da? Ich verstehe gerade nicht. Nein, ich wollte über was Spezielles mit dir reden. Du weißt ja, Lehrer versus Schüler, wo ich auch letztens in der Grundschule war. Und ich meine, du organisierst das ja immer. Was? Hier geht's gar nicht um Mathe? Also, Sie wollen mit mir über Lehrer versus Schüler sprechen? Ja klar, das organisiere ich. Das kann ich gut. Und heißt das, ich kann den Mathe-Test dann an einem anderen Tag nachschreiben? Ach, Hannah, nein, nein, also ich weiß doch schon, welche Note du auf dem Zeugnis bekommst. Das ist doch ganz eindeutig. Eine 2. Oh, ich bekomme eine 2 und ich dachte schon, ich muss sitzen bleiben. Oh, danke, Herr Grob. Ja, aber jetzt ist gut. Ich möchte nichts mehr vom Zeugnis wissen. Das ist schon genügend Stress für mich in letzter Zeit. Ich möchte jetzt etwas über Lehrer versus Schüler wissen. Sehr gerne. Fragen Sie mich einfach. Ich kann Ihnen alle Fragen beantworten. So, na gut, Kinder, ihr müsst jetzt langsam zum Ende kommen. Die 45 Minuten sind nämlich rum. Oh Mann, ich wusste einfach mal gar nichts. Ich habe nur meinen Namen draufgeschrieben und ich glaube, selbst das war keine gute Idee. Also, ich finde es eigentlich gerade auch ganz gut. Aber ich meine, seitdem ich mit Hannah lerne, läuft's in Mathe auch. Aber was ist denn jetzt mit Hannah? Langsam mache ich mir Sorgen. Na gut, die Tests habe ich jetzt eingesammelt und dann sehen wir uns später wieder. Ich wünsche euch eine schöne Pause. Hey Becky, sag mal, hast du irgendwie was mitgekriegt, was mit Hannah ist? Warum musste sie denn raus? Puh, keine Ahnung, ich weiß es nicht, aber vielleicht hat Herr Grob irgendwie herausgefunden, dass sie nicht gelernt hat und deshalb durfte sie nicht mitschreiben oder so.
Oh, sehr schön, sehr schön. Das war toll. Vielen Dank für die Infos, Hanna. Ich weiß schon, was wir bald machen werden hier bei unserem Gymnasium. Und Hanna, ganz wichtig, psst, nichts weiter erzählen. Alles klar, Herr Grupp, ich werde nichts verraten. Hey, da bin ich wieder. Na, ihr beiden? Hanna, warum bist du auf einmal so gut drauf? Ich meine, du musstest den Unterricht verlassen und musstest du jetzt doch einen anderen Test schreiben, oder wie? Psst, also ich darf es eigentlich nicht sagen, aber ich habe mit Herrn Grupp zusammen einen Lehrer versus Schüler geplant. Oh Mann, du Glückliche, das hätte ich viel lieber gemacht, als diesen doofen Test in Mathe zu schreiben. Lehrer versus Schüler, wie cool. Ja, da habe ich echt Glück gehabt. Vielleicht lag es doch an meinen Schuhen, an meinen Glücksschuhen. Und jetzt bin ich auch wieder ganz entspannt. Herr Grob hat mir schon gesagt, dass ich auf jeden Fall versetzt werde und dass ich eine gute Note auf dem Zeugnis bekomme. Dann ist ja alles gut. Also alleine spielen ist irgendwie total langweilig. Ich probier's noch mal bei Julian. Ich meine, der kann ja nicht immer Nein sagen. Oh Mann, war das knapp. Ich war ja gar nicht so schlecht diese Runde. Ich habe sogar fast den Highscore geknackt. So, jetzt noch eine Runde. Jetzt muss es aber klappen. Du Julian, ich will ja nicht stören. Ich weiß ja, du bist sehr beschäftigt, so mit deinen ganzen Spielen und so, aber wollen wir nicht was zusammen machen? Hä, wie, was meinst du denn jetzt damit? Also wenn du jetzt an mein Tablet möchtest? Nein, nein, kommt gar nicht in Frage. Nein, ich habe eine andere Idee. Du könntest mir ja hier aus diesem Prinzessinnenbuch was vorlesen. Du kannst auch schon lesen, du gehst auch schon in die Schule. Oh, vorlesen? Oh, das kann ich sowas von gut. Also ich glaube, ich kann es sogar besser als Mama und Papa, aber sag denen das nicht. Okay, Julian, ich hab's mir bequem gemacht. Alles ist gut, du kannst loslegen. Vielleicht mache ich danach auch gleich Mittagsschlaf. Okay, dann starte ich mal. Also, es war einmal vor ganz, ganz langer Zeit eine schöne Prinzessin. Oh, ich mag das, wenn das schon so anfängt. Oh, ich bin schon in dieser Prinzessinnenwelt. Oh, ich weiß aber auch schon, wie es weitergeht. Naja, muss Julian ja nicht wissen. Aber dann kam was und die Prinzessin wurde sowas von hässlich. Überall Warzen. Ja, ja. Bitte was? Nein, das stimmt überhaupt nicht. So geht das gar nicht weiter. Es geht weiter, dass sie durch den Wald reitet und da trifft sie einen Prinzen. Hä? Woher willst du das denn wissen? Du kannst doch gar nicht lesen. Oder etwa doch? Also lass mich jetzt die Geschichte hier weiter zu Ende lesen. Nö, so eine Geschichte will ich ganz bestimmt nicht hören. Du denkst dir das aus. Ich gehe jetzt zu Mama, das sage ich ihr. Du erzählst mir Gruselgeschichten. Oh Mensch, was regst du dich denn so auf? Naja, bei Prinzessinnengeschichten kennt sie anscheinend keinen Spaß. Mama! Was ist denn da oben schon wieder los? Ich komme! Julian, der sollte mir was vorlesen. Und dann hat er mir eine ganz gruselige Geschichte erzählt mit einer Prinzessin, die voller Warzen war und total hässlich. Das ist echt gruselig. Hä, das habe ich mir doch niemals ausgedacht. Also sowas Cooles würde ich mir niemals ausdenken. Das stand alles wirklich in diesem Buch hier drinne. Das ist nicht wahr. Du lügst. Du wolltest mich veräppeln. Ach, schon gut, Emmerlein, reg dich nicht auf. Ich werde dir das nächste Mal wieder eine Geschichte vorlesen. Dein Bruder kann das vielleicht nicht so gut. Da ist mit ihm schon wieder seine Fantasie durchgegangen. Und vielleicht kann ich hier ein bisschen die Situation entschärfen. Ich habe euch euer Lieblingsessen zum Mittag gekocht, hm? Oh yes, auf Pizza habe ich jetzt so richtig Hunger. Also darauf hätte ich richtig Lust. Spaghetti Bolognese? Nein, beides falsch. Ich dachte, Burger und Pommes esst ihr gerne. Tut mir leid. Oh, auch ja, super. Lecker. Also die beiden vergessen wirklich schnell ihren Streit. Mit Burger und Pommes ist einfach alles zu regeln. Oh Mann, sieht das lecker aus. Oh, was meiß ich denn als erstes rein? Burger oder Pommes? Ich weiß es auch nicht. Vielleicht nehme ich von beiden etwas und stopf's mir in den Mund. Und ihr beiden, denkt schön daran, das ist nicht alles für euch. Da ist auch noch eine Portion für Hanna und für Papa. Also, bitte was übrig lassen. Ja, also so viel Hunger haben wir doch jetzt gar nicht. Also, wir haben noch einen kleinen Bauch, oder Emma? Na gut, ihr beiden, ihr habt mich gehört. Ich gehe jetzt nach oben und mach die Wäsche. Ihr habt bestimmt Hunger wie eine sechsköpfige Raupe. Ich wette darauf. Na gut, Julian, jetzt wo du mich vorhin geärgert hast, fordere ich dich heraus zu einem Wettessen. Wer am schnellsten essen kann. Ah, du möchtest dich also mit mir anlegen. Na gut, okay, auf die Plätze, fertig und los. Also da unten ist es wirklich verdächtig ruhig. Das ist eigentlich kein gutes Zeichen. Ich sollte besser nachsehen. Julian, Emma, alles in Ordnung bei euch? Habt ihr schon aufgegessen? Was ist denn mit euch los und wo ist das ganze Essen hin? Oh, Mama, also wir hatten Wettessen und ich hab gewonnen, oder? Doch, ich hab gewonnen. Oh Gott, ich bin so voll. Nein, Mama, ich hab gewonnen. Ich hab bestimmt das Doppelte von Julian gegessen. Sag doch was. Oh, ihr beiden, das kann doch wohl nicht euer Ernst sein. Ich hab's euch extra gesagt, das sollte gar nicht alles für euch sein. Und jetzt habt ihr wirklich das... Das waren Erwachsenenportionen, mindestens. Ach, herrje, Emma, du kannst dich doch nicht so vollfuttern. Jetzt hast du bestimmt Bauchweh, oder? Und Julian, ich meine, du bekommst doch gleich noch Besuch. Du wolltest doch mit deinen Freunden in den Pool gehen. Aber nicht, wenn du so viel gegessen hast. Ach ja, ja, stimmt ja. Mir geht's wieder gut. Ja, ja, mir geht's wieder gut. Es geht schon wieder. Ah, ich habe eine Übung gesehen bei YouTube. Also da muss man einfach auf- und abspringen. Und dann geht das Essen ein Stockwerk tiefer. Oh Mama, kann ich da bitte auch mit in den Pool? Bitte, 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 bitte. Emma, ob das so eine gute Idee ist? Ich meine, du gehst doch bestimmt unter wie ein Stein dann, so viel wie du gegessen hast.
Hallo? Hallo, wir sind jetzt da. Julian, ich glaube, es hat geklingelt. Und mach schön langsam mit deinen Freunden, hast du gehört? Ich meine, ihr könnt es ja erstmal ein bisschen ruhig angehen lassen. Ruhig angehen lassen? Kommt gar nicht in Frage. Meine Freunde kommen doch vorbei. Das wird eine richtig fette Party. Ah, schön, dass ihr alle schon da seid. Hallo, Julian. Steve, was ist denn mit dir? Wo sind deine Badeklamotten? Also, ich habe meine Badeklamotten immer drunter an. Das hast du mir doch beigebracht. Aber Mia, was hast du in der riesigen Tasche damit? Na, meine Badesachen. Ich meine, eine Picknickdecke, mein Bikini, noch was zu essen, zu trinken. Wir wollen uns doch einen tollen Nachmittag machen. Oh Mann, mal wieder ein bisschen übertrieben, hä? Na egal, komm, wir müssen jetzt zum Pool. Alle Mann hinter mir her! Okay, Leute, also ich werde jetzt diesen Ring hier in den Pool werfen und wer den als erstes holen kann, der hat dann gewonnen, okay? Wollen wir nicht erstmal ein bisschen Wassermelone essen? Ich meine, das tut doch gut so vom Schwimmen. Oh, Mia, du bist doch bestimmt auch so eine, die jetzt ins Freibad gehen würde und sich erstmal eine Pommes holt und dann erst ins Wasser geht. Nein, erst ins Wasser, danach Pommes und danach nochmal was, also. Also, Mia, ich würde auf jeden Fall ein Stück nehmen von der Wassermelone. Ich liebe Wassermelonen. Seid ihr etwa hier nur zum Essen hingekommen? Na egal, ich werde jetzt starten. Einfach den Ring in die Schildkröte und dann da durchschwimmen. Werde ich schon schaffen. Julian, hast du dich auch schön eingecremt? Ich meine, sonst geht's nicht ins Wasser. Boah, Mama, ist das jetzt dein Ernst? Ich wollte doch einfach nur ins Wasser, mehr nicht. Oh, jetzt erinnerst du mich auch schon daran. Also ich habe mich schon eingecremt. Kann ich dann jetzt ins Wasser? Also ihr könnt euch gerne mal ein Beispiel an Emma nehmen. Die hat es wenigstens richtig gemacht, wenn nicht auch ein bisschen übertrieben. Emma, verteidige das lieber mal. Na egal, so, sie sind jetzt alle mal bereit. Ich möchte jetzt nach dem Ring tauchen. Du Emma, bist du sicher, dass du da mitmachen willst? Kannst du denn überhaupt schon richtig schwimmen? Na klar kann ich das, habe ich schon gelernt. Ich kann schon ohne Schwimmfliege schwimmen. Soll ich dir mal kurz beweisen? Ich hüpf rein. Okay, wer möchte denn jetzt anfangen? Gibt's einen Freiwilligen? Ja, ich melde mich freiwillig. Ja, ich will die Erste sein und ich bin auch die Beste. Also ich muss schon sagen, die ist ja echt mutig. Ich würde mich das niemals trauen, also zumindest nicht als Erstes. Na gut, Emma, viel Spaß. Oh Mann, der Ring ist aber ziemlich weit geflogen, oder? Ach, kein Problem, den hole ich. Das ist ja auch nicht so weit und auch nicht so tief, das schaffe ich. Und jetzt guckt alle hin, ich mache auch so einen Kopfsprung. Ja, mit dem Kopf zuerst. Da, jetzt komm schon, Mann, der schwimmt immer vor mir weg. Also du, Julian, deine Schwester ist ziemlich lange jetzt unter Wasser. Will die einen Weltrekord im Tauchen brechen? Ich glaube kaum. Die ist ja ganz schön am Strampeln. Die kommt gar nicht mehr wieder hoch. Ich glaube, die braucht Hilfe. Hey, ich kann ihn nicht weg. Komm hier nicht weg. Irgendwie werde ich angesaugt. Okay, hier kommt Julian, der Rettungsschwimmer und der Lebensretter. Durch. Halt durch. Emma, Emma, nimm mal eine Hand. Ja. Nimm mal eine Hand. Ich werde dich retten. Oh Mann, ich habe voll wie Wasser geschluckt. Ist alles in Ordnung bei euch? Müssen wir einen Krankenwagen rufen? Habe ich das gerade richtig verstanden? Krankenwagen? Julian und Emma, was ist denn passiert? Also Emma hatte ein bisschen Probleme, nach oben zu kommen. Und deswegen hat sie ein bisschen Wasser geschluckt. Ja. Alles muss raus. Oh Gott, Emma, ich meine, du konntest doch schwimmen. Was ist denn da unten passiert? Ich kann da nichts für. Ich war unter Wasser und dann wurde ich von so einem Ding angesaugt. Von so einem Strudel. Von einem Strudel angesaugt? Dann ist ja bestimmt die Abdeckung abgegangen. Da sollte eigentlich ein Gitter vor. Keiner von euch geht jetzt mal in den Pool, bis das repariert ist. Och nö, war's jetzt schon mit der Poolparty? Ja, mir tut's auch leid, aber ich meine, ich dachte erst, es lag daran, weil ich so viel gegessen habe, dass ich untergehe wie ein Stein. Okay, Julian, du weißt ja Bescheid. Wir haben das abgesprochen. Du wartest nach der Schule direkt auf dem Schulhof auf mich. Nicht irgendwo anders hingehen. Ja, ist ja gut, Mama. Ich hab's verstanden. Das hast du mir jetzt, glaube ich, schon 100 Mal gesagt. Aber ist in Ordnung, auch wenn ich keine Lust habe. Ach, Julian, ich meine, shoppen, das wird toll mit uns beiden. Glaub mir das. Und jetzt ab in die Schule. Hey, Leute, also Iris und ich, wir haben besprochen, wir gehen später auf den Spielplatz nach der Schule. Kommt ihr auch mit? Ja, genau. Wer ist alles dabei? Oh, Mann, ich würde auch heute lieber auf den Spielplatz gehen, aber ich habe was anderes vor. Was denn, Julian? Was hast du denn genau vor? Kann ich da auch mitmachen? So, liebe Schüler, ich habe mir was ganz Tolles für heute überlegt. Also, wir werden jetzt gleich ein paar Sätze aufschreiben. Zum Thema heute Nachmittag. Was habt ihr heute Nachmittag vor? Oh, das kann doch jetzt nicht wahr sein. Jetzt muss ich wirklich einen Aufsatz darüber schreiben, dass ich mit meiner Mama weg muss. Und darum habe ich gar keine Lust. Ach, Julian, du gehst heute Nachmittag shoppen mit deiner Mutter? Das ist doch toll. Ich würde sofort mit dir tauschen. Oh, Leute, euch wünsche ich viel Spaß. Ihr habt es so gut. Und ich muss jetzt mit Mama ins Einkaufszentrum oder so. Ja, das ist wirklich schade, Julian. Ja, total. Wir wollen ja auf den Spielplatz und vielleicht auch noch in den Aquapark. Ja, Oh ja, ich hab verstanden, ihr müsst mir jetzt nicht noch, also weiß ich, das ist schon traurig genug. Ja, viel Spaß euch. Oh, das ist so schrecklich. Oh, man will wahrscheinlich nur Schuhe gucken oder Handtaschen oder irgendwas anderes Schreckliches. Ach, Julian, stell dich doch nicht so an, dann bist du beim nächsten Mal wieder mit dabei. Viel Spaß beim Shopping. Ja, viel Spaß, ist klar. Irgendwie habe ich das Gefühl, alle sind schon gleich weg, die ganzen Schüler. Boah, wo bleibt denn jetzt, Mama? Ich warte bestimmt schon über 100 Minuten oder 100 Sekunden, auf jeden Fall viel zu lange.
Oh, das gibt es doch nicht, oder? Doch, das wäre ja ziemlich cool, wenn ich dann jetzt einfach weggehen könnte und dann doch zum Spielplatz. Ach, dann sieh mal einer an. Da ist doch der Julian. Hallo, Julian. Oh, ach so, hallo, Frau Schillig. Ich dachte, Sie wären meine Mama, aber nein, die ist immer noch nicht da. Ja, und ich bin hier, um Max, ich meine Herrn Schillig, abzuholen. Wir beide gehen dann mit Tim das erste Mal heute in die Babykrabbelgruppe. Da war er ja noch nie. Und du, armer Kleiner, du musst die ganze Zeit hier warten und alle anderen Kinder sind schon weg. Was ist denn los? Was los ist? Also meine Mama hat mich hier einfach links liegen lassen und mich nicht abgeholt. Deswegen, glaube ich, gehe ich nach Hause. Nein, Julian. Ich rufe einmal ganz kurz deine Mama an. Ich kümmere mich schon darum. Oh Mann, du kleines Baby, du hast es echt gut. Du verstehst noch nichts, musst nicht zur Schule, musst nicht zum Einkaufen mit deiner Mama. Aber ich anscheinend jetzt doch. Also es klingelt, aber es scheint keiner dran zu gehen. Also Julian, ich habe versucht, deine Mutter zu erreichen, aber die scheint nicht zu Hause zu sein. Du kannst auf jeden Fall jetzt nicht hier die ganze Zeit alleine warten. Hey Anna, ich bin dann jetzt durch. Wir können dann gerne los. Endlich sehe ich dich. Ich hoffe, du hattest einen schönen Tag. Bei mir war er einfach wieder super stressig, wie immer. Hallöchen, mein Kleiner. Na, Tim, alles in Ordnung bei dir? Da ist die Schule vorbei und der Herr Schillig, der möchte mich gar nicht mehr sehen. Der kümmert sich nur noch um den Kleinen, aber finde ich auch gar nicht so schlecht. Okay, dann wollen wir mal, oder? Aber Max, hast du das gar nicht mitgekriegt? Ich meine, der arme Julian Vogel, der ist hier ganz alleine und seine Mutter hat ihn nicht abgeholt. Julian, der geht doch sonst auch immer alleine nach Hause. Er ist ein kleiner Schauspieler, sage ich dir. Du wartest doch bestimmt nicht auf deine Mutter. Ja, ich wünschte, es wäre so, aber nein, Mama will mich wirklich abholen. Ja, ich habe seine Mama nicht erreicht. Ich meine, der wird doch jetzt hier nicht die ganze Zeit alleine warten. Ich meine, er ist doch noch so klein. Das geht nicht. Ach, aber Schatz, was sollen wir denn jetzt da machen? Und ich meine, so klein ist er dann auch nicht. Er ist fast erwachsen, oder? Nein, das machen wir nicht. Wir lassen ihn auf gar keinen Fall hier alleine. Dann muss er eben mitkommen. Und seine Mutter, die erreiche ich vielleicht von unterwegs nochmal. Anna, Schatz, ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist, dass wir jetzt den Julian hier mitnehmen. Das wird doch im Chaos enden, sage ich dir. Ja, also ich habe genau die gleiche Meinung wie der Herr Schillig. Also ich kann ruhig nach Hause gehen. Ich habe damit kein Problem. Ich muss jetzt nicht dahin, wo Sie hinwollen. Julian, das kommt überhaupt nicht in Frage. Oh, du wirst jetzt mit uns mitkommen, wie abgemacht. Ja, okay. Alleine läufst du hier nicht rum. Na, Tim, was denkst du? Was erwartet uns heute hier in diesem Kurs? Na, ich bin gespannt. So, ich hoffe, wir sind jetzt vollzählig. 1, 2, 3. Wir sind dann da. Wir hatten ein bisschen Stress, aber jetzt sind wir wirklich da. Ja, dann nehmen Sie mal ganz schnell Platz und psch, leise. Einige Kinder schlafen noch. Anna, hey Anna, wollen wir uns nicht da hinsetzen? Hallo, ich möchte mich mal einmal kurz vorstellen. Also ich bin der Julian Vogel und ich bin nicht freiwillig hier, aber ich muss irgendwie mitkommen. Hallo, schönen guten Tag, ich bin der Julian und wer bist du? Sei doch bitte etwas leiser. Okay, dann versuche ich es bei dir, weil hier können die anderen noch nicht reden. Wie sieht's mit dir aus? Also das ist ja was, erst zu spät kommen und jetzt der große Sohn, der quatscht hier einfach alle Kinder an. Hallo, setz dich doch mal hin. Eins möchte ich noch mal kurz sagen. Dieser Junge ist nicht unser Sohn, sondern ist ein Schüler von mir. Oh Mann, ich muss schon sagen, ihr seid eine echt langweilige Truppe. Ich schlaf hier gleich Hallo, mal ein. Hallo, setz dich doch jetzt mal hin. Du bringst hier richtig Unruhe in die Gruppe. Wir wollen doch jetzt gleich starten mit einer schönen kleinen Übung. Julian, es wäre vielleicht wirklich besser, wenn du dich jetzt hinsetzen könntest. Oh Mann, wo bin ich denn jetzt hier gelandet? Ich dachte, die Schule wäre schon das Schlimmste heute, aber nein. Oh Mann. Ah, sie singen ja sicher alle sehr gerne. Deswegen fangen wir jetzt an, ein schönes Kinderlied zu singen. Die wollen doch jetzt nicht wirklich anfangen, hier zu singen, oder? Nein, da laufe ich aber schreiend raus. Also ich muss irgendwie auf dem Sofa kurz eingenickt sein. Emma, wir machen uns los. Wir wollen doch gemeinsam noch shoppen gehen mit Julian. Kurz eingenickt? Mama, du hast bestimmt stundenlang geratzt. Ich habe keine Ahnung, ich kann die Uhr nicht richtig lesen. Wie, was? Stundenlang geschlafen? Nein, so ein Quatsch. Wobei, es ist schon 14.30 Uhr? Oh nein, ich habe Julian doch gesagt, er soll auf dem Schulhof auf mich warten. Ob der wohl jetzt immer noch da steht? Also, so wie ich Julian kenne, da hat er vielleicht 5 Minuten gewartet und ist dann auf den Spielplatz gegangen. Also, wir müssen uns wirklich beeilen. Julian hat kein Handy dabei, ich kann ihn nicht erreichen. Moment mal, hier hat doch jemand angerufen. Ist das nicht Frau Chillichs Nummer? Ich habe ein ungutes Gefühl. Hat Julian etwa wieder Ärger in der Schule gemacht oder warum hat seine Lehrerin angerufen? Also, das will ich jetzt wirklich mal wissen. Ich rufe sie mal eben zurück. Oh, ich glaube, Frau Vogel ruft zurück. Ich muss ja eben kurz rangehen. Okay, Frau Chillich achtet gerade nicht auf mich. Also, wird Zeit für gute Stimmung hier. Also, das kann ich irgendwie nicht so recht glauben. Julian ist in einem Babykurs. Was macht er da denn? Wieso? Das passt doch gut. Ich meine, da ist er unter seinesgleichen. Alle ein bisschen babyhaft, so wie er. So, jetzt alle mal zuhören. Wir singen ja nicht mehr diese langweiligen Kinderlieder. Jetzt gibt's hier... Moment mal. Move it. Hey, also, du sollst dich doch zurück auf deinen Platz setzen. Was wird das denn hier? Wir wollen hier keine langweiligen Lieder hören. Und ganz bestimmt die Babys auch nicht. I like to move it. You like to move it. Oh, mein Kleiner, der lacht. Also irgendwie scheint ihm das zu gefallen. I like to move it. Tim, was ist denn los? Auf einmal wird der ja ganz nervös und er lacht. Also hier muss das sein. Hier sollte Julian sein. Und jetzt alle. I like to move it. I like to move it. Ach
an dieser Junge, der macht das echt klasse. Das macht so viel Spaß. Und meine Kleine freut sich. Ich muss schon sagen, der kleine Tim, der ist ja richtig begeistert. Wird das etwa dein Gute-Nacht-Song? Hallo. I like to move it, move it. Oh, Mann, hört mir keiner mehr zu. I like to move it, move it. Was ist denn hier los? Und Julian mittendrin? Oh, endlich, da seid ihr ja, Emma, Mama. Aber ich muss ehrlich gestehen, wobei, ich hatte noch nie so Lust auf Shoppen. Oder können wir nicht auf den Spielplatz? Ach Mann, das hat halt so Spaß gemacht mit diesem kleinen Jungen. Also, das sollten wir auf jeden Fall nächstes Mal wieder so machen. Ja, ich bin auch ganz begeistert von diesem Kurs. Ach, dieses Lied, es geht mir nicht mehr aus dem Kopf. I like to move it, move it. Na, hör mal, Kleiner, bist du nächstes Mal auch wieder da? Also, wir würden uns total freuen. Oh nein, ich glaube nicht. Das war eine einmalige Geschichte. Und wir müssen jetzt ganz, ganz schnell los. Mama, Emma, auf geht's. Ach, Frau Vogel, Sie können sich wirklich gar nicht vorstellen, was Julian hier wieder für Stimmung gemacht hat. Also einmalig, kann ich Ihnen sagen. Das kann ich mir denken. Ich kenne meinen Sohn Julian. Der ist immer für den Spaß zu haben. Also, wenn ich das als Baby auch durchmachen musste, also das war, ist ja super schlimm. Also ich hoffe, Mama hat mich nicht in so einen Kurs gebracht. Das ist ja super langweilig. Also heute ist es bei uns irgendwie besonders ruhig. Hanna und Emma, die spielen, glaube ich, oder machen irgendwas. Ich habe die auf jeden Fall gesehen, aber Julian, den habe ich schon seit dem Frühstück nicht mehr gesehen und ist doch jetzt schon nachmittags. Claudia, Schatz, willst du dich jetzt wirklich darüber beschweren, dass es zu ruhig hier bei uns in der Luxusvilla ist? Also, ich glaube, ich habe mich verhört, oder? So, wo sind denn Mama und Papa? Die sind noch unten. Perfekt, okay, es ist ruhig. Okay, okay, okay. Und Emma spielt bei sich im Zimmer. Das ist sehr gut, mit ihren Puppen. Also wird sie wahrscheinlich nicht in mein Zimmer kommen für die nächsten Stunden. Also kann ich in Ruhe zocken. Zwar hat es mir Mama verboten, aber ich meine, was Mama nicht weiß, macht Mama nicht heiß, oder? Endlich, endlich kann ich mal in Ruhe jetzt Fortnite spielen. Zwar nur der Kreativmodus, aber der macht mir auch viel mehr Spaß. So, aber keiner darf das merken. Ton aus! Hey Julian, sag mal, ich wollte dich mal was fragen. Emma, ist das dein Ernst? Was machst du denn hier in meinem Zimmer? Ich habe gar nichts gemacht. Ich habe nur auf meinem Tablet paar Videos geschaut. Mehr nicht. Ja, sehr gut. Ich bin nicht die Polizei und überwache dich. Ich wollte eigentlich nur fragen, ob wir auf den Spielplatz gehen wollen zusammen. Oh, Emma, sehe ich so aus, als würde ich jeden Tag auf den Spielplatz gehen? Ja, okay, mache ich auch. Aber heute kann ich nicht. Warte. Schnappst du dir heute einfach mein Skateboard und du kannst ja alleine zum Spielplatz oder zum Skatepark, hä? Bitteschön, ich biete es dir an, alleine sogar. Also ich glaube, dass ich träume. Das kann auch nicht wahr sein. Am besten frage ich gar nicht mehr nach. Ich nehme das Skateboard und hau damit ab, so schnell wie es geht. Okay, Julian, bis heute Abend. Ja, am besten heute Abend. Komm gar nicht früh nach Hause. Bleib einfach draußen. Oh, endlich. Emma ist weg. Also perfekt jetzt. Jetzt habe ich hier neben meinem Zimmer niemanden, der mich mehr stören kann beim Fortnite-Zocken. Das wird super. Hallo Mama, frag nicht warum, aber Julian, der hat mir sein Skateboard einfach so gegeben. Naja, ich werde auf jeden Fall jetzt zum Spielplatz. Tschüss. Bitte was? Wie, weiß Julian davon Bescheid oder hast du ihm das weggenommen? Emma! Ja, er hat es mir wirklich von sich aus gegeben. Ich habe ihm das nicht geklaut oder so. Frag ihn doch. Claudia Schatz, frag gar nicht erst nach. Dann gibt's hier Streitereien. Wahrscheinlich hat Julian das wirklich erlaubt. Und wenn nicht, ist es halt sein Pech. So, okay. Ton wieder aus und dann Fortnite an. Hey, ich wollte nur kurz zu Emma. Lass dich nicht stören. Oh, doch, du störst. Nicht durch mein Zimmer. Du kannst jetzt hier nicht durch. Ich hab hier zu tun. Was willst du denn? Oh, Julian, ja, beruhig dich. Ich will nur kurz zu Emma. Was tut ihr denn so dramatisch? Was ist denn los? Hanna, beeil dich. Los. Du musst hier schnell wieder raus. Ich hab hier zu tun. Was ganz wichtig ist für die Schule. Wer es glaubt, für die Schule. Naja, der wird doch wieder irgendwas Geheimes machen, was keiner wissen darf. Irgendwas, was er nicht darf, was ihm verboten wurde oder so. Los, beeil dich. Raus. Dann kann ich hier in Ruhe meine Hausaufgaben machen. Ja. Julian macht Hausaufgaben? Niemals. Er macht irgendwas anderes am Tablet. Da bin ich mir sicher. Julian, das ist doch Fortnite. Das hat Mama dir doch verboten zu spielen. Was? Nein, ich hab das nicht gespielt. Das war nur ein Video. Das war Werbung. Ja, du weißt doch, YouTube-Werbung. Die wollen doch Geld verdienen, alle. Nein, Julian. Das ist keine Werbung. Doch. Das Spiel ist doch an. Das sehe ich doch ganz genau. Oh, Mann. Und du weißt genau, dass Mama dir das verboten hat. Ja, aber die übertreibt doch. Alle aus meiner Klasse spielen das. Ich bin der Einzige, der es nicht spielen darf. Und wir spielen alle den Kreativmodus. Das ist doch nicht schlimm. Tja, Julian. Pech gehabt. Ich denke, Mama sollte davon wissen. Also, das soll jetzt nicht Petzen sein oder so. Aber ich werde sie mal sagen. Halt, stopp. Das kannst du doch nicht machen. Bitte, bleib stehen. Was kann ich denn tun, dass du es nicht sagst? Okay, jetzt wird's interessant. Du würdest irgendwas tun, damit ich es nicht sage? Also, lass mich überlegen. Ich habe da eine schöne Tasche im Einkaufszentrum gesehen. Nein, vielleicht kannst nicht du mir irgendwie helfen oder so. Nein, Julian, doch nicht klauen. Also, was dann? Vielleicht hast du ein bisschen Kleingeld über oder vielleicht auch dein ganzes Erspartes. Oh,
Nein, aber dann sagst du es auch nicht, oder? Ja, warte kurz. Ich hol's aus meinem Geheimversteck. Oh Mann, wie einfach war das denn? Jetzt krieg ich sein ganzes Geld. Oh Mann, hier hast du 50 Euro. Die habe ich letztens von Opa bekommen zum Geburtstag. Aber nun gut, wenn's für Fortnite ist. Oh yes, das lief wirklich super. Und ich kann mir endlich meine neue Tasche für den Sommer kaufen. Aber versprochen, du sagst Mama gar nichts. Ne? Null, gar nichts. Ja, Julian, ist ja gut. Ich sag gar nichts. Meine Lippen sind versiegelt. Und jetzt geht's ab ins Einkaufszentrum. Oh Mann, jetzt nur weil ich Fortnite spiele, habe ich 50 Euro verloren. Oh Mann, na egal, jetzt kann ich doch hoffentlich endlich mal in Ruhe spielen. Jetzt nervt mich keiner mehr. Hey Hanna, wo geht's denn für dich hin? 50 Euro? Wo hast du die denn her? Ach, Julian ist heute sehr spendabel. Er mag mich als Schwester und ich weiß nicht, warum er es mir gegeben hat. Er ist einfach großzügig. Also das kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, dass Julian dir freiwillig so viel Geld gibt. Hast du vielleicht sein Geheimversteck geplündert? Ach nein, auf keinen Fall, Mama. Du kannst ihn gerne fragen. Also mir kommt es ein bisschen komisch vor. Erst Emma mit dem Skateboard und jetzt Hanna mit dem Geld. Ich gehe jetzt zu Julian und frag nach, was da los ist. Endlich habe ich die Ruhe. Und ich meine, Mama und Papa werden sowieso nicht nach oben kommen. Die sind froh, wenn es mal ruhig hier ist. Julian, ist alles in Ordnung bei dir? Was ist denn los mit dir heute? Ah, Mama, was machst du denn hier? Also ich habe am Tablet nur was für die Schule gemacht. Ja, mehr nicht. Was soll denn nicht sein? Also nicht in Ordnung sein. Mir geht's super. Ich bin nicht krank oder so. Du kannst ruhig wieder raus. Also, ich habe Emma mit deinem Skateboard gesehen und Hanna hatte Geld von dir. Hast du denen das wirklich gegeben oder haben die dir das weggenommen? Nein, Mama, ich habe Emma mein Skateboard gegeben, weil sie halt eine tolle kleine Schwester ist. Und Hanna habe ich halt meine 50 Euro gegeben, weil sie, jetzt wird's schwer, eine super große Schwester ist, ja. Das freut mich, Julian. Ich meine, ich find's toll, dass ihr euch versteht und ich find's noch besser, wenn ihr lernt zu teilen. Ja, Mama. War das knapp. Sie hat mich fast erwischt. Oh, ich glaube, jetzt ist aber wirklich mal Ruhe. Jetzt fehlt nur noch Papa, aber der wird auf jeden Fall nicht nach oben kommen. Endlich kann ich in Ruhe Fortnite zocken. Herr Julian, ich bin da. Grüß dich. Na, was machst du? Steve, was machst du denn jetzt hier, Steve? Ach so, ja, ich hatte dich eingeladen. Oh, habe ich einen Schreck bekommen? Ja, entspann dich mal. Oh, ich sehe schon, du spielst Fortnite. Endlich bist du auch mal dabei. Und welche Map zockst du denn gerade? Mann, ich konnte noch gar nicht zocken, weil als erst hat mich Emma genervt, dann Hanna, dann Mama und jetzt bist du da. Ich weiß, ich wollte aus so einem Wasserpark entkommen. Oh ja, das habe ich auch gespielt, diesen Death Run. Der ist richtig schwer, sage ich dir, aber wir können das gemeinsam schaffen. Ja, aber viel wichtiger ist, dass Mama uns nicht erwischt, weil sonst müssen wir vor Mama entkommen, sage ich dir. Also Julia, ich verstehe immer noch nicht, warum deine Mama nicht erlaubt, Fortnite zu spielen. Also zumindest den Kreativmodus. Da ist doch nichts, aber ist egal, ich passe schon auf. So, Julian, da musst du rein. Alles klar. Und Mama, sie kommt auch nicht. Okay, aber du musst wirklich aufpassen. So, jetzt versuche ich's mal. Okay, Julian, jetzt musst du da runter. Siehst du das? Das ist der Wasserpark. Ziemlich groß. Und da musst du jetzt entkommen. Okay, ich versuch's. Hier rüber springen, da rüber. Und dann hier hoch. Los. Perfekt. Dann geht's hier rüber. Und jetzt dahin, oder? Ja, genau. Nicht ins Wasser fallen. Steve, was denn mit meiner Mama? Sie kommt nicht. Mach dir keine Sorgen, du Angsthase. Okay, und jetzt? Oh, Steve, sag doch, wo ich da lang muss. Julian, du darfst dich gegen das Ding springen. Ist doch klar. Siehst du das davor? So, jetzt musst du da hin. Spring einfach. Ja, Julian, du bist sowas von schlecht, sag ich dir. Das habe ich locker geschafft. Das stimmt doch gar nicht. Als ob du das ganz locker schaffst. Das ist voll schwer. Okay, jetzt bin ich hier. Und dann hier hin. Gut. Dann muss ich dahin springen. Und dann hier hin. Und jetzt? Nach da oben. Siehst du doch. Oh, da kommt man gar nicht so einfach hoch. Julian, war klar, dass du das mal wieder nicht schaffst. Als ob du das schaffen würdest. Vielleicht kannst du es ja versuchen. Ja, dann zeige ich dir das. Ich habe das doch nicht so durchgespielt. Also die ersten Sprünge, die schaffe ich, aber danach wird's schwer. Oh, jetzt bin ich wieder runtergefallen. Hey Jungs, ich dachte, weil es so warm ist draußen, könntet ihr eine schöne kalte Wassermelone vertragen, hm? Oh, das ist ja super nett, danke schön. Mama, nicht jetzt, ich versuche bei Fortnite aus diesem Wasserpark zu entkommen, das ist voll schwer. Bitte was? Julian, du spielst dieses Fortnite, aber wir hatten noch darüber geredet. Ach so, Julian, entschuldige, aber deine Mama ist jetzt da. Oh, Steve, danke schön. Mama, also das ist nicht das, doch, das ist Fortnite, aber wir spielen nur Kreativmodus, da passiert doch nichts. Das ist wie Roblox oder Minecraft. Julian, das ist mir total egal, wie es ist. Ich meine, wir haben gesagt, es wird kein Fortnite gespielt und daran hältst du dich. Ich guck mir das mal eben an.
Das ist doch genau das Spiel aus den Nachrichten letztens. Fortnite, ja. Aber man, die übertreiben aber alle. Das ist doch nur der Kreativmodus. Da kann man sogar bauen oder halt so einen Parcours machen. Mehr nicht. Das ist doch nicht schlimm. Also, Frau Vogel, da hat er sogar recht. Also, bei uns aus der Klasse dürfen alle diesen Kreativmodus spielen. Steve, das ist mir ehrlich gesagt egal, wer das kann. Mein Sohn Julian spricht das nicht. Und vielleicht gehst du jetzt besser nach Hause, Steve. Ich muss ja mal mit meinem Sohn Julian reden. Alles klar, Julian, tut mir leid, aber ich kann dir leider nicht weiterhelfen. Oh Mama, findest du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Nur ein kleines bisschen. Ich meine, ich spiele ja nicht dieses andere Fortnite, wo man halt so gegeneinander kämpft. Das spiele ich doch gar nicht. Claudia, Schatz, was ist denn hier los? Warum wollte denn der Steve schon wieder nach Hause? Ach, du kommst gerade recht. Martin, dein Sohn, obwohl ich es ihm verboten habe, hat Fortnite gespielt. Was sagst du dazu? Oh, okay. Und Julian, hast du einen epischen Sieg geholt oder wie sah es aus? Nein, das spiele ich doch nicht. Ich spiele nur den Kreativmodus, Papa, weißt du doch. Martin, auf welcher Seite stehst du? Bist du denn auf der Seite von mir, also ich meine als Elternteil oder bei Julian als Kind? Ach so, ich muss mich jetzt, glaube ich, für dich entscheiden, oder, Claudia? Also, Julian, bitte, also, das hatten wir doch besprochen, oder? Also, zumindest deine Mutter. Siehst du, Mama, Papa findet auch, dass du übertreibst. Papa hat das selber schon mal gespielt, hat er mir gesagt. Dein Papa ist auch erwachsen, der ist alt genug, das selbst zu entscheiden. Na, ich weiß ja nicht. Aber was du gemacht hast, Julian, das geht so nicht. Du hältst dich daran, was ich dir sage. Ja, ist ja gut, okay, ich hätte es vielleicht nicht machen sollen. Aber Mama, wenn wir schon dabei sind, findest du nicht, dass du ein bisschen übertreibst? Hey Leute, ich bin wieder da. Schaut mal, na, was sagt ihr zu meinem neuen Look? Oh, Hannah, du wusstest doch, dass dein Bruder Fortnite gespielt hat, oder? Also Fortnite? Nein, das wusste ich nicht. Also Julian hat mir einfach so die 50 Euro gegeben. Hannah, tut mir leid, es ist vorbei. Ich möchte meine 50 Euro zurück. Mama weiß, dass ich Fortnite gespielt habe, also her damit. Nein, Julian, das mache ich auf gar keinen Fall. Also ich habe mir gerade diese Tasche gekauft. Ich habe das Geld gar nicht mehr. Hannah, das, was du gemacht hast, ist auch nicht besser. Warum hast du Julian erpresst? Ich meine, ihr steht unter einer Decke. Also Hannah, das, was du gemacht hast, finde ich richtig blöd. Also kann ich jetzt weiterspielen? Mama, also, ich sag dir was. Hannah kann das Geld ruhig behalten, wenn ich dann Fortnite spielen darf. Ja, das ist eine ganz tolle Idee, finde ich, Mama, oder? Also, Julian kann spielen und ich darf die Tasche behalten, bitte. Also mal ganz ehrlich, wer macht hier überhaupt die Regeln? Ich meine, Julian, du hast Fortnite-Verbot und Hannah, du gibst die Tasche zurück. Also, jetzt reicht's langsam. Schatz, dieses Fortnite-Verbot ist doch nur für die Kinder, oder? Nein, Martin, das ganze Haus Familie Vogel spielt kein Fortnite mehr. Du bist eingeschlossen. Also, heute regt ihr mich besonders auf. Oh Mann, Mama, ich glaube, du hast ein bisschen schlecht gefrühstückt. Oder, Leute, was sagt ihr? Hat Mama heute ein bisschen übertrieben oder nicht? Du, Becky, sag mal, bist du eigentlich in den Sommerferien zu Hause oder verreist du? Das weiß ich so noch gar nicht. Ich denke, ich bin die größte Zeit hier, aber ich werde vielleicht auch einen Ausflug machen mit meinen Eltern. Also ganz ehrlich, ich hätte mal wieder richtig Lust auf einen Aquapark. Wenn mal wieder gutes Wetter ist, sollten wir alle mal gemeinsam dahin gehen. Das ist echt eine sehr gute Idee, Philipp. Das sollten wir auf jeden Fall machen. Ich hätte mal eine Frage. Wenn ihr da hingeht, kann ich dann auch mitkommen? Oh, okay. Also normalerweise würdest du nie was mit uns unternehmen, aber gut, okay, wir wollen auch niemanden ausschließen. Oh Mann, das glaubst du doch wohl selber nicht, als ob ich mich in meiner Freizeit mit euch treffen würde. Das war ein Scherz. Ich weiß ja nicht, ob Ronja jetzt über mich lacht. Oh Mann, liegt das an meinem Kleid oder warum? Oh, hey Pia! Ja, du bist ja kaum wieder zu erkennen. Neues Kleid? Das kann man wohl so sagen. Und, gefalle ich euch? Ich dachte, ich mach mal was anderes. Ich wag mal was. Ja, das ist wirklich gewagt. Ist das nicht ein bisschen zu viel für die Schule? Das dachte ich auch erst, aber warum denn nicht? Ich meine, einen Rock trage ich doch sowieso. Warum nicht auch ein Kleid zur Schule? Das kann doch nun wirklich nicht ihr Ernst sein. Hat sie das Kleid aus der Altkleidersammlung oder ihrer Mutter gestohlen? Das passt ja vorne und hinten nicht. Du hast dich da überhaupt nicht einzumischen, Tessa. Halt dich zurück. Also ich glaube, das hat sie definitiv aus dem Schrank ihrer Mutter. Das sieht furchtbar aus. Oh Mann, die arme Pia, du... Philipp, kannst du nicht irgendwie sagen, dass das toll aussieht oder so? Also ich glaube, das braucht sie jetzt. Aber Hannah, ich kann doch jetzt nicht einfach lügen. Ich meine, das sieht echt katastrophal aus. Guten Morgen, liebe Kinder. Es tut mir leid, auch ich bin heute mal ein bisschen zu spät. Das tut mir wirklich leid. Ich hatte noch was zu tun. Verzeihung, Sie da, Sie sehen aber nicht aus wie eine Schülerin. Sind Sie ein Elternteil hier? Nein, Herr Grob, haben Sie mich nicht erkannt? Ich bin's hier. Oh Mann, ich wette, Herr Grob, der wird total in so ein Fettnäpfchen treten. Der hat gar kein Händchen dafür. Oh, ach, du bist es, Pia. Also, ich habe dich erst nicht erkannt. Ich meine, so ein Ding hatte früher auch meine Mutter immer an. Beim Putzen und beim Kochen, ja. Oh Mann, ich wünschte, ich könnte im Erdboden versinken. Das war ja wohl kein Kompliment. Oh, furchtbar. Oh, ich glaube, das hat sie nicht so richtig verstanden oder ich habe es nicht richtig ausgedrückt. Oh Mann, das tut mir jetzt leid. Du, Pia, wir können vielleicht nach der Schule nochmal ins Einkaufszentrum gehen zusammen. Macht ihr nichts draus. Wir können das Kleid vielleicht umtauschen gegen was anderes. Genau. Meint ihr das echt? Ich meine, das wäre cool. Ich habe mich irgendwie ein bisschen vergriffen. Ich fand's so schön, aber naja, das mit der Größe haut irgendwie nicht hin. Ich kann kaum sitzen.
Also ich glaube, das bringt überhaupt nichts. Da ist Hopfen und Malz verloren. Sie hat überhaupt gar kein Modegespür. Als ich das Kleid gekauft habe, habe ich auch ganz schön Ärger von meiner Mutter bekommen. Sie meinte auch, das würde mir überhaupt nicht passen. Naja, ich hatte mich echt darin verliebt. Ach Pia, das kenne ich. Aber manchmal sollte man sich die Meinung von Freunden einholen. Und wir unterstützen dich. Was habe ich da gehört? Ihr wollt ins Einkaufszentrum? Also ich kann auch gerne euer Modeberater werden. Philipp, du hattest eben schon deine Chance. Da hättest du ihr gut zusprechen können. Aber das hast du versemmelt. Das machen wir lieber unter uns, unter Freundinnen. Ach so, ich verstehe schon. Eher so ein Mädelsding. Okay, da muss ich auch gar nicht dabei sein. Macht's gut. So, Leute, wir sehen uns später bei mir. Und jetzt muss ich mich echt beeilen. Und ich hoffe, Mama gibt mir auch noch ein bisschen Geld mit. Damit Mama mir das später nicht verbieten kann, werde ich mich jetzt richtig ins Zeug legen. Also, dass ich das noch erleben darf, dass du freiwillig mal hier im Haushalt hilfst. Prima, Hanna. Also, ich rühre keinen Finger. Es ist zwar gerade Werbung, aber meine Pepper-Wood-Sendung geht gleich weiter. Ich bleib hier schön sitzen. Ja, genau. Im Gegensatz zu Emma bin ich eine sehr große Hilfe hier im Haushalt. Nicht wahr, Mama? Ist das nicht toll? Ja, ganz toll, Hanna. Also, irgendwas führt dir doch im Schilde. Normalerweise ist sie nicht ganz so hilfsbereit. Oh Mann, Hanna, die muss sich total einschleimen. Ich weiß nicht, was sie vorhat. Naja, ich habe da, glaube ich, nichts mehr zu tun. So, bis nachher. Ich werde mich jetzt an meine Hausaufgaben setzen und die werde ich mit ganz besonderer Sorgfalt machen. Also, mittlerweile glaube ich wirklich, dass sie was im Schilde führt. Besondere Sorgfalt. Okay, Hausaufgaben machen hätte auch gereicht. Irgendwas hat sie vor. Telefon klingelt, ich gehe aber nicht hin, meine Sendung geht weiter. Ich gehe schon und irgendwie habe ich im Gefühl, dass dieses Telefonat mir jetzt ein bisschen mehr Klarheit geben wird, was mit Hanna nicht stimmt. Claudia Vogel, hallo? Ja? Ach so, ja, wusste ich gar nicht. Die kommen hierher und ich soll Shoppingbegleitung machen? Ja, kann ich mir denken, dass man die drei nicht alleine losziehen lassen kann. Das war Pias Mama und sie möchte, dass ich die drei begleite, wenn die jetzt in die Stadt gehen. Gut, dass ich Bescheid weiß. Hallo, wir sind jetzt da. Oh, perfekt. Ich habe gerade meine Sachen fertig bekommen. Und das müssen jetzt Pia und Becky sein. Jetzt muss ich nur noch meinen Dackelblick auflegen, damit Mama das erlaubt. Ach, und ihr seid also das Überraschungskomitee. Ich weiß schon Bescheid. Pia, ich habe mit deiner Mama gerade telefoniert. Was? Warum denn mit meiner Mutter? Ich habe nichts getan. Wir wollten nur in die Stadt gehen. Tja, aber wohl nicht alleine. Ich komme mit ins Einkaufszentrum. Ich soll euch beraten, damit du nicht wieder beim Shopping so einen Fehlgriff hast. Oh, okay. Na, dann ist Frau Vogel wohl so eine Art Babysitter. Oh Mann, ich dachte, wir seien groß genug. Ach, hey, Mama, ich wollte dich auch noch was fragen. Meine Hausaufgabe habe ich übrigens erledigt. Ich wollte ja nicht, dass meine Freundin dich überrumpeln. Hanna, deine Mutter weiß schon Bescheid. Ach, jetzt läuft sie total ins Fettnäpfchen. Oh, liebste Mama, wunderschöne Mama. Ja? Kannst du mir vielleicht noch ein bisschen Geld geben und darf ich mit meinen Freundinnen ins Einkaufszentrum? Bitte. Das darfst du, Hanna. Ich weiß schon alles. Ich werde nur noch schnell meine Tasche holen und dann ab ins Einkaufszentrum. Ich komme nämlich mit. Oh Mann, das kann echt was werden. Ich komme mir irgendwie vor wie ein kleines Kind. Oh Mann, ich verstehe das überhaupt nicht. Woher wusste Mama das alles? Dann hätte ich mich gar nicht so ins Zeug legen müssen. Tja, meine Mutter hat sie angerufen. Daher. Na gut, ihr drei, jetzt sind wir da. Sollen wir zusammenbleiben oder wie wollen wir das Ganze regeln? Du Pia, wo hattest du eigentlich das Kleid her, was wir jetzt umtauschen? Ach, das? Ja, das ist von oben. Da aus dieser Frauenabteilung. Also, wie ihr vielleicht wisst, liebe ich Handtaschen über alles. Deshalb zieht's mich als erstes in den Handtaschenladen. Und ihr, wollt ihr mitkommen, oder? Nein, nicht unbedingt. Wir würden direkt nach oben gehen und versuchen, das Kleid umzutauschen. Wenn wir was Neues gefunden haben, dann sagen wir ihnen nochmal Bescheid, okay? Mann, ist das gut, dass wir uns jetzt ein bisschen aus dem Schneider machen konnten. Das ist echt furchtbar, mit deiner Mutter einkaufen zu gehen. Ja, finde ich auch. Also, wir sind langsam echt groß genug. Zum Glück konnten wir sie abhängen. Kommt, Mädels, schnell. Da ist gerade niemand an der Kasse. Oh, hallo, junge Damen. Wie kann ich euch weiterhelfen? Hallo, ich war letztens hier. Vielleicht erinnern Sie sich an mich. Ich hab dieses Kleid gekauft. Das passt leider überhaupt nicht. Kann ich das umtauschen? Ja, du kannst das umtauschen, aber nur gegen einen Warengutschein. Das heißt, du kannst dir im Laden irgendwas anderes aussuchen. Was anderes aussuchen? Also, das Geld gibt's nicht zurück? Na gut, dann gucke ich mich nochmal um. Du, Hanna, ich habe keine Ahnung, ob wir hier was anderes finden. Ich meine, die Kleider sahen alle so aus. Komm, Mädels, trödelt nicht. Wir müssen uns hier umsehen. Wir haben nicht so viel Zeit. Oh, die haben so schöne Kleider. Ich kann es kaum mehr erwarten, bis ich endlich so groß bin, dass ich diese Kleider anziehen kann. Aber irgendwie sind hier echt nur Erwachsenenkleider. Ja, ich frage nochmal nach. Entschuldigung, haben Sie auch Sachen in unserer Größe? Also ich meine für Kinder? Also wir haben leider nicht sehr viel für Kinder da, aber ich meine, ich habe da irgendwo ein Kleid gesehen. Kommt mal mit. Das hier, wie wär's denn mit diesem hier? Oh, das Kleid habe ich auch. Das ist richtig toll. Das hatte ich schon ganz oft an bei einer Hochzeit. Ich finde es echt wunderschön. Ja, mir gefällt das auch richtig gut. Hanna, hast du was dagegen, wenn ich das gleiche Kleid habe? Ich meine, dann könnten wir im Partnerlook sein. Aber die 30 Euro von dem Gutschein reichen dafür nicht. Das Kleid kostet 230 Euro. 230 Euro? Pia, ich habe nicht so viel Geld dabei. Ich kann dir das nicht leihen. Oh Mann, was machen wir denn jetzt? Ach, das kriegen wir schon irgendwie hin. Aber puh, dass das so teuer ist, hätte ich nicht gedacht. Ich habe das hier schließlich auch. Kommt, Leute, lass uns sofort nach unten gehen zu deiner Mutter, Hanna. Und dann berichten wir davon, dass wir was Schönes gefunden haben. Und dann nehme ich das direkt mit nach Hause. Guten Tag, die Handtasche soll es dann sein?
Ganz genau, die nehme ich. Die ist wirklich schön. Ist auch, glaube ich, die letzte. Nehmen Sie auch EC-Kartenzahlung? Also, tut mir leid, aber unser Gerät ist heute defekt. Wir nehmen heute nur Bargeld. Und naja, also, das ist auch die letzte. Was mache ich denn jetzt nur? Ich meine, sonst schnappt mir gleich jemand diese Handtasche weg und ich will die unbedingt haben. Ach. Frau Vogel, da sind wir wieder. Wir haben oben was ganz Tolles gefunden. Wollen Sie kurz mitkommen? Ach, da seid ihr. Ihr kommt mir wie gelegen. Hanna, könntest du vielleicht eben ganz kurz zum Bankautomaten gehen und Geld abheben für mich? Geld abheben? Mama, ich habe das noch nie gemacht. Ich weiß doch gar nicht, wie das geht. Ach, das kriegst du schon hin, Hanna. Ich kann diese Handtasche jetzt nicht aus den Augen lassen. Mach du das mal. Ich sag dir kurz den PIN, aber ganz leise. 4368. Alles klar. 4368, 4368, 4368. 50 Euro reichen, Hanna. Alles klar, dann versuchen wir mal unser Glück. Karte rein. 4368. Und den Betrag. Da muss das Geld gleich rauskommen. Du, Hanna, ich meine, ich brauche ja auch noch Geld für mein Kleid, was wir oben kaufen wollten. Und das kostet 230 Euro, also 200 Euro. Kannst du mir das leihen? Ach, ich glaube, das wird kein Problem sein. Ich werde einfach ein bisschen mehr abheben und dann kann deine Mutter das meiner Mutter wiedergeben. Ja, super, so machen wir das. Das hat ja echt gut geklappt. Ich freue mich schon auf das Kleid. Ach, vielen Dank, Hanna. Du hast mich echt gerettet. Und jetzt kann ich mir diese Tasche kaufen. Soll ich jetzt nochmal mit nach oben kommen oder wie sieht's aus? Ach, nein, brauchst du nicht, Mama. Das ist das gleiche Kleid, was ich auch habe. Dieses rosane mit der Schleife. Kommt, Leute, ab nach oben, sonst ist das Kleid weg. Das rosane mit der Schleife, aber das ist doch wahnsinnig teuer gewesen. Ob Pia wohl genug Geld dabei hat, muss sie selber wissen. 3 Tage später. Dann will ich doch eben noch meinen Kontoauszug checken. Aha, mal sehen, wie hoch die Ausgaben waren. Wieso denn 250 abgehoben im Einkaufszentrum? Aber die Tasche hat doch nur 50 gekostet. Hanna, kannst du mal eben runterkommen? Ja, Mama, ich komme. Ich war gerade beim Spielen mit Emma. Oh Mann, ich kenne diese Stimme von Mama. Das verheißt nichts Gutes. Ich glaube, es gibt Ärger. Aber nicht für mich. Was ist denn los, Mama? Was gibt's? Kann es sein, dass du im Einkaufszentrum nicht 50 Euro abgehoben hast, sondern 250 Euro von meinem Konto? Ach ja, habe ich. Ich habe doch 200 Euro für Pia abgehoben, für das Kleid. Hat die Mutter von Pia das nicht zurücküberwiesen? Wie, was? Ich weiß von nichts. Ich habe kein Geld zurückbekommen. Und Hanna, du kannst doch nicht einfach mein Geld verleihen. Und es war doch nur abgesprochen 50 Euro, nicht 250 Euro. Tut mir leid, Mama. Also, das war doch nur geliehen. Und ich wollte Pia diesen Wunsch erfüllen für dieses schöne Kleid. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass Pias Mutter damit einverstanden war. 30 Euro war das Budget. Nicht 200? Ich rufe da nochmal an. Ja, ich habe mir das schon gedacht. Ja, ich weiß. Es tut mir leid. Ich hätte besser aufpassen sollen. Pias Mutter weiß nichts davon, Hanna. Sie wusste auch nicht, dass das Kleid so teuer war. Ach, Mann. Oh, echt nicht? Oh, was machen wir denn jetzt, Mama? Sollen wir das Kleid wieder umtauschen? Das ist wohl das Beste. Ich glaube, 200 Euro oder 230 Euro für so ein Kleid, was man zur Schule tragen will, ist einfach zu viel. Mama, schlechte Nachrichten, aber in diesem Laden bekommt man nur einen Warengutschein. Das heißt, du müsstest dir dann ein Kleid für 200 Euro aussuchen. Bitte was? Och nee, ich will mein Geld zurück. Immer diese verflixten Warengutscheine. Ach, ist das schön hier. So herrlich, dass jetzt die ganze Familie Vogel einen schönen Pooltag erleben kann. Also ihr beiden, man muss sich natürlich auch verdienen, dass man hier in den Pool darf. Und Papa, du musst ganz schnell wieder raus. Wir machen jetzt hier einen Tauchwettbewerb. Ach Julian, können wir nicht heute einfach mal ganz normal im Pool schwimmen? Du musst immer aus allem Wettkampf machen. Ja, natürlich mache ich aus allem einen Wettkampf, weil wir sind Geschwister und so ist es halt, Geschwister zu haben. So, und wer am meisten am längsten tauchen kann, der bestimmt hier, wer im Pool bleiben darf und wer nicht. Und ich darf anscheinend nicht im Pool bleiben. Ja, dann spielt halt hier ein bisschen. Ich hole mir dann gleich was zu essen. Also ich werde mich einfach mal aus allem raushalten. Ich mische mich nicht ein. Ich werde mich nur sonnen. So, okay, ich sag euch aber schon. Wahrscheinlich werde ich am Ende bestimmen, wer im Pool bleibt und wer nicht. So, los geht's. Ich tauche jetzt. Und noch eine Runde. Oh Mann, Julian ist ganz schön gut im Tauchen. Ich glaube, ich schaffe das nicht. Letztes Mal bin ich untergegangen wegen dieser komischen Pumpe. Emma, du glaubst ja wohl nicht wirklich, dass wir da mitmachen. Als ob Julian bestimmen könnte, wer im Pool bleibt und wer nicht. Ja, aber schau dir das doch mal an. Julian, der kommt schon wieder zurück und hat noch nicht einmal Luft geholt. Wie macht er das nur? Und guck mal, Hanna, jetzt zieht er schon die nächste Bahn. Oh, das schaffen wir niemals. Wir werden sowas von hochkant aus diesem Pool rausfliegen, Hanna. Emma, hast du mir nicht zugehört? Wir machen da nicht mit. Wir lassen uns nicht aus dem Pool rauswerfen. Wir bleiben hier drin. Habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen, wie Bahn ich hier gezogen habe? So, Emma, du als nächstes. Dann zeig mal, was du drauf hast. Okay, ich versuch's. Ja, oh, ich weiß nicht. Ach, Emma, du brauchst das nicht machen. Komm einfach wieder hoch. Wir dürfen hier im Pool bleiben. Das hat du dir nicht zu bestimmen. Oh, ich kann nicht mehr. Ich hab nicht so viel Luft wie Julian. Oh, Mann. Tja, Emma, tut mir leid. Damit fliegst du jetzt aus dem Pool, damit das klar ist. Du darfst ja jetzt erstmal nicht schwimmen. Vielleicht gleich wieder in 10 Minuten. Oh, das finde ich echt total doof. Mama, kannst du nicht mal bitte mit Julian reden?
Och, Kinder, könnt ihr das nicht unter euch regeln? Ich meine, macht doch irgendwas. Ich halte mich da raus. Heute habe ich einen freien Tag. Ich rühre mich nicht. Weißt du was, Julian? Wenn du so eine Show abziehen musst, dann gehe ich einfach so raus. Und du kannst den ganzen Tag alleine bleiben. Ja, mach ich auch. Was hast du jetzt davon? Mach's gut, Hanna. Grüß mir die Leute, die nicht im Wasser sind. Ich bleib den ganzen Tag im Pool. Oh Mann, Papa, ich sag's dir, Julian ist so fies. Der ist ein richtiger Spielverderber. Oh, ist das klasse. Der ganze Pool nur für mich. Und vielleicht für dich, Papa. Aber jetzt erstmal dich. Die nächsten 10 Minuten gehört der Pool mir. Also ich höre einfach heute überhaupt nicht zu. Vielleicht mache ich mir gleich noch Kopfhörer an und dann höre ich meine eigene Musik und krieg einfach nichts mit. Mal ganz ehrlich, findest du nicht, dass Julian total fies war? Also das, was der eben mit uns gemacht hat, das war einfach ungerecht. Ja, war schon richtig fies von ihm und dafür werden wir uns jetzt ein Tablet schnappen. Ha, und ich habe noch eine Idee. Wir werden mit unseren nassen Klamotten in sein Zimmer gehen und uns da hinsetzen. Oh, ich habe eine Idee. Kannst du diesen Spiel mit mir Kanal anmachen? Die haben da wieder Slime-Challenges bestimmt. Oh Mann, jeden Tag eine Slime-Challenge. Meiner Meinung nach übertreiben die total. Ha, aber guck doch mal hier, was steht denn hier? Ankündigung. Hey Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf dem Spielbär-Kanal. Leute, heute gibt es eine ganz besondere Ankündigung, besonders für die Leute aus Playmobil City. Ja, aus Playmobil City, Leute, denn ich habe etwas ganz, ganz Tolles vorbereitet. Wir dürfen heute Nachmittag ab 15 Uhr ins Einkaufszentrum und ich habe für euch eine Obi vorbereitet. Ja, wie bei Roblox gibt es eine Real-Life-Obi. Alle aus Playmobil City und Umgebung, ihr seid alle herzlich willkommen im Einkaufszentrum in meiner Obi. Wir sehen uns später. Oh, wie cool! Immer wollen wir da hin? Auf jeden Fall! Wie spät ist es denn? Schaffen wir das noch? Also, Khan hat 3 Uhr gesagt und jetzt ist es 3:15. Wenn wir uns schnell umziehen, dann schaffen wir das noch und dann können wir bei der Obi mitmachen. Mann, ich hab Nein gesagt. Ich hab gesagt, erst in 10 Minuten und jetzt sind gerade mal 9 Minuten vorbei und jetzt musst du noch mal 10 Minuten warten, weil du gefragt hast. Julian, dir ist schon klar, dass ich diesen Pool hier gekauft habe mit meinem Geld. Weißt du, oder? Kann ich jetzt bitte in den Pool? Hey, beiden, wo wollt ihr denn hin? Der Pooltag ist aber noch nicht vorbei. Ihr habt euch ja schon umgezogen. Mama, wir gehen ins Einkaufszentrum. Ich habe keine Lust mehr in den Pool, solange Julian hier ist. Oh, endlich kann ich mal in den Pool und... ist das schön. Papa, in 2 Minuten bist du wieder aus dem Pool. Und na, wo wollt ihr beiden denn jetzt hin? Oh, seid ihr traurig, weil ihr nicht in den Pool könnt? Ihr seid ja 2 kleine Babys. Ihr hättet doch einfach wieder zurück in den Pool kommen können. Ihr seid richtige Spielverderber. Julian, du bist der Spielverderber und wir gehen jetzt weg. Und wo wir hingehen, das verraten wir nicht. Ganz genau, arrivederci. Ja, goodbye, macht's gut. Wahrscheinlich niemals so cool wie unser Pool. Viel Spaß. Oh Mann, wenn der wüsste, wo es jetzt hingeht, dann wird er auf keinen Fall da sitzen bleiben. Aber Pech gehabt. Naja, euch wünsche ich viel Spaß. Und Papa, du kommst jetzt bitte aus dem Pool. Die 2 Minuten sind vorbei. Och, Julian. Hanna, sollten wir ihm nicht vielleicht sagen, dass er so eine Obi ist? Dann will er doch bestimmt mitkommen. Nein, Emma, wir werden es ihm erst sagen, wenn wir zurück aus dem Einkaufszentrum wieder da sind. Der wird sich ärgern. Los, wir müssen los. Oh, hier ist ja schon was los. Ich sehe schon alle. Pia, Dave, Philipp. Ich glaube, die haben das auch alle mitbekommen, dass Khan dieses Video gemacht hat. Hey, Hanna, du bist ja auch da. Hey, grüß dich. Komm, beeil dich. Dann kannst du hier starten, hier vorne. Tja, super. Emma ist auch da. Klasse, freut mich. Dann bin ich nicht das einzige Kita-Kind hier bei dieser Obi. Hey, Hanna, also, wenn du da bist, dann ist doch... Wo ist denn Julian eigentlich? Der wird das doch niemals verpassen hier. Der liebt doch die Obis. Keine Ahnung, Steve. Also, ich glaube, Julian weiß nicht Bescheid. Der liegt irgendwo bei uns im Pool rum. Oh, Mann. Guck mal, Hanna. Ist das Kathi oder ist das Nina da vorne? Oh, Mann, ich weiß es nicht. Komm, wir fragen einfach mal. Hey, du, bist du Kathi oder bist du Nina? Weder noch. Ich bin hier nur zum Helfen. Ich bin niemand von den beiden. Oh, Entschuldigung. Da haben wir dich wohl verwechselt. Aber da, das ist Khan. Hey, Khan. Hey Leute, grüßt euch. Schön, dass ihr alle da seid. Habt ihr alle das Video gesehen? Bestimmt, oder? Naja, ich habe hier eine Obi vorbereitet und ja, ihr habt es bestimmt auf YouTube gesehen. Und ich freue mich, dass ihr alle da seid. Entschuldigung, Herr Khan, also ich hätte da mal eine Frage. Sind ihr YouTuber und da verdient man doch echt viel Geld. Wie viel denn so ungefähr? War ja klar. Also du bist doch Nils Schnösel. Ja, von dir habe ich schon gehört. Nee, hier, also was wir verdienen, da gibt's keine Antworten. Hey Khan, also ich schau mir mal deine Roblox- und Minecraft-Videos an. Also ich wollte nur sagen, so gut bist du dann doch nicht in Minecraft. Ja, danke. Vielen Dank. Aber deswegen bin ich eigentlich nicht da, sondern wollt ihr jetzt diese Obi hier machen oder nicht? Ich habe für euch eine wirklich richtig coole Obi vorbereitet. Naja, ihr wisst ja, ich spiele es bei Roblox, ne? Und da dachte ich mir, wir machen das mal in Real Life. Und das wird heute eine Spielzeug-Obi, weil bei uns auf dem Kanal machen wir auch Spielzeug. So, angefangen mit diesem Fun-Mais, dann geht es über in ein Schleimbad. Na gut, okay, dann habe ich noch ein paar Hindernisse vom Einkaufszentrum, aber dann
kommen wieder ein paar Spielzeuge. Und zwar haben wir Unicorn Boo und wir haben die intelligente Knete Dino-Kotze. Habt ihr vielleicht schon gesehen? Dann geht es mit der Leiter nach oben und dort erwartet euch eine riesige Figur, eine XXL-Figur. Dann müsst ihr noch über so eine riesige Play-Doh-Dose und den Krokodok, den kennt ihr bestimmt auch noch. Da müsst ihr ganz, ganz vorsichtig sein. Und als letztes im Ziel gibt es dann noch wieder nicht die falsche Play-Doh-Dose. Nur zwei davon führen ins Ziel. Die andere, naja, da bleibt ihr in der Knete stecken. Okay, und das ist es eigentlich schon. So, und wer möchte jetzt starten? Oh, hier, ich möchte starten, hier. Okay, dann starten wir. Könnt ihr bitte ein bisschen Abstand lassen und dann gucken wir mal, wer als erstes oben ist. Oh Mann, ist das cool, ist das cool, ist das cool. Ich freue mich schon so. Ich hoffe, ich bin als erstes oben. Oh, das ist echt schwierig. Oh Mann, irgendwie auf diesem Pfannmast. Ich wusste nicht, dass man da so schwierig drauf stehen kann. Ja, das ist halt die Herausforderung. Aber ihr werdet das schon schaffen. Wenn ich das geschafft habe, werdet ihr das auf jeden Fall schaffen. So, der oder die Nächste. Dann starte ich jetzt mal. Hanna macht hier was gefasst. Ich werde dich überholen. Das bezweifle ich immer. Ich bin schon gleich beim Schleimbad. Sieht das eklig aus. Und wie sich das anfühlt. Hoffentlich komme ich hier wieder raus. So, ich bin an der Nächste. Hey, Julian, da bist du ja endlich. Also, ich hätte schon gedacht, du verpasst das. Nein, niemals. Aber Steve, lass mich mal vor. Hanna, Emma, was sollte das eigentlich? Ich bin jetzt extra sogar in Badeklamotten hier hingelaufen, nur weil ihr mir das verheimlicht habt. Ich habe das Video eben gesehen. Oh, oh, Hanna, jetzt ist er wirklich da. Das gibt Ärger. Oh, oh, hey, Julian. Oh, Mann. Komm, Emma, wir müssen vor Julian entkommen. Ich glaube, das gibt Ärger. Oh, hallo. Und du bist... Ach, du bist dieser Julian. Ja, habe ich schon von gehört hier in Playmobil City. Und nicht vordrängeln, aber... Ja, okay, ich glaube, dir kann man gar nichts sagen. Ja, mir brauchst du gar nichts sagen, Karin. Also, du bist jetzt erstmal richtig ruhig. Ich muss jetzt erstmal meine Schwestern aufholen. Die kriegen richtig Ärger von mir. Oh, dieser Schleim, der zieht mich nach unten. Ich kann gar nicht hier raus. Emma, ich bin schon auf dem Geldautomaten. Oh, Geldautomat. Vielleicht kann man da ein bisschen Geld rausholen. Naja, ich habe keine Zeit. Ich muss weiter. Ich bin auch schon gleich da. Ich hole dich auf, Hanna. Mann, ich bin schnell. Los jetzt, Julian. Diese Obi, die muss doch, ist doch viel zu einfach für dich, diese Spielzeug-Obi. Das schaffe ich schon. Hier, raus aus dem Schleim. Ja, also auf diesem Pfannmeister, da kann man doch gar nicht stehen. Wie soll ich denn jetzt hier rüber ins Schleimbad? Oh, Karl, das ist viel zu schwer. Aber die anderen haben es doch auch geschafft. Ihr bekommt das schon alle hin. Los, los, los. So, und jetzt muss ich hier rüber über dieses Einhorn. Ich glaube. Wartet nur ab, wenn ich euch erwische, dann gibt's richtig Ärger. Im Pool dürft ihr nie wieder, sage ich euch. Julian, bleibst du wohl bitte ruhig. Ihr sollt vorsichtig sein. Also ihr dürft auch nicht hier runterfallen oder so, weil sonst kriege ich Ärger. Kinder, bist du ruhiger. Ich bin die Erste. Das ist viel zu einfach, Julian. Julian, du kannst das schon. Los, Hanna, beeil dich. Verstehst du mich? Ich krieg euch. Julian, kommt immer näher. Los, los, los. Runter vom Dino. Oh, aber diese Obi macht so viel Spaß. Und wegen Julian müssen wir uns jetzt total beeilen. Oh Mann, also am liebsten würde ich eigentlich diese Obi gar nicht so schnell machen, weil diese Spielzeuge sind alle ziemlich cool und alles so in XXL. Ich bin schon oben. Los, Hanna, beeil dich. Oh Mann, das ist ja cool. Was ist das? Intelligente Dino-Kotze. Wie das wohl... Das stinkt doch nicht, oder? Oh Mann, Leute, guckt euch das an. Ich bin auf einem riesigen Spielzeug. Ist das eine Figur? Oh, die Erste ist schon oben angekommen. Sehr, sehr gut, Leute. Trotzdem werde ich Erster. Ich werde euch noch einholen. Ihr werdet schon sehen. Oh, Julian, hör auf, an meinem Fuß zu ziehen. Lass das, hey. Oh, ist der nervig. Gerade noch entkommen. Ich muss mich jetzt echt beeilen. Oh, das kann doch nicht echt nicht wahr sein. Emma und Hanna, die sind immer noch vor mir. In der Obi und das ist mein Gebiet. Eieiei, man hat mich schon vor diesen Vogelkindern gewarnt, aber dass sie so schlimm sind, hätte ich niemals gedacht. Die machen ja nur Ärger hier, ich hoffe, nichts passiert. Guckt euch mal das an, ich bin in einem riesigen Krokodil. Oh Mann, hoffentlich schnappt er nicht gleich zu. Emma, du bist ja gleich schon da, los, beeil dich, da bist du die Erste, die diese Obi schafft. Hallo, Hanna! Wo kommst du denn auf einmal her, Julian? Tja, das ist, warum habt ihr mir nicht Bescheid gegeben, dass hier im Einkaufszentrum so eine coole Obi ist? Das fragst du doch, weil du total fies warst und uns nicht in den Pool gelassen hast. Leute, ich bin jetzt da und wie geht's jetzt weiter? Was muss ich denn jetzt machen? Naja, du suchst dir eine Play-Doh-Dose aus und da springst du dann rein und dann guckst du, ob es die richtige war. Okay, ich bin hier. Was passiert hier? Na, wenn du in der richtigen Dose bist, dann bist du beim Ziel. Wie komme ich denn hier hin? Ich wurde teleportiert. Cool. Oh, wir haben schon eine Siegerin. Du hast es geschafft. Das ging ja schnell. Das war ja weniger als 10 Minuten. Wow. Oh nein, das kann doch nicht sein. Sie hat die richtige Play-Doh-Dose gewählt. Und was ist hiermit? Oh. Hey, Hanna, wie kommst du denn auf einmal dahin? Wurdest du irgendwie teleportiert oder so? Oh Mann, ich glaube, ich hab's auch geschafft, Emma. Ja, spitzenmäßig. Und was ist mit mir? Es geht irgendwie nicht weiter und ich stecke hier in der Knete fest. Tja, Julian, dann hast du wohl die falsche Play-Doh-Dose gewählt. Oh Mann, Emma, glaubst du's? Wir haben vor Julian diese Obi geschafft.
Damit hätte ich niemals gerechnet und ich bin sogar Erste geworden und dabei gehe ich erst in die Kita. Oh Mann, kann mir mal jemand helfen? Ich komme hier nicht mal aus der Knete raus und alles ist nass. Okay, Leute, macht ruhig weiter. Ihr werdet es schon schaffen. Na, die scheinen ja eine Menge Spaß zu haben hier mit der Obi. Vielleicht mache ich irgendwo anders noch eine. Meine Schwester Maren hatte letztens noch von irgendeinem richtig tollen Urlaubshotel erzählt. Aber wie hieß denn das noch gleich? Mir fällt das einfach nicht mehr ein. Die Kinder haben jetzt schon bald Ferien und ich habe noch keine Ahnung, was wir in den Ferien machen. Also langsam muss ich mir wirklich Gedanken machen. Vielleicht kann sich Hanna ja noch daran erinnern, wie das hieß. Hanna, kannst du mal eben ganz kurz kommen? Mama, ich kann nicht kommen. Ich bin total beschäftigt. Oh, je, na gut. Hanna, weißt du noch, wie dieses Hotel hieß, von dem Tante Maren erzählt hatte? Keine Ahnung, Mama. Naja, und Ben, mein Kopf ist auch schon im Ferienmodus. Ich kann mich überhaupt nicht mehr an irgendwas erinnern. Alles weg. Ich schlafe hier ein bisschen in der Sonne. Okay, ich merk schon. Ich rufe einfach mal Tante Maren an. Die kann mir sicherlich direkt Auskunft geben. Ah, genau. Letztens hast du doch von diesem Hotel gesprochen. Wie hieß denn das nochmal? Das ist ja super. Tante Maren konnte sich an nichts erinnern. Egal, dann kann ich mir das wohl aus dem Kopf schlagen. Dann schaue ich mal, warum Hanna so doll beschäftigt ist, dass sie eben gerade noch nicht mal mit zu mir kommen konnte. Das hatte ich mir ja schon gedacht. Hanna, du liegst hier nur faul in der Sonne rum. Hättest du mir ruhig mal helfen können. Ach nö, Mama, ich mache einfach schon Ferien. Hanna, es sind aber noch gar keine Ferien. Hast du nichts zu tun? Ich meine, musst du dich nicht irgendwie auf einen Test vorbereiten oder Hausaufgaben machen? Nö, heute haben wir den ganzen Tag Filme geguckt, morgen weiß ich nicht und übermorgen machen wir noch einen kleinen Ausflug. Ach, egal, was soll's. Hat's gerade an der Tür geklingelt, dann gehe ich mal eben dahin. Ach ja, die letzte Woche vor den Ferien ist immer so entspannt. Oh, hi Tessa, mit dir habe ich jetzt aber nicht gerechnet. Was machst du denn hier? Also eigentlich fühle ich mich viel zu schade für so eine Art Kurierdienst, aber meine Mutter hat gesagt, ich soll hier was vorbeibringen. Naja, ich muss jetzt los. Ich habe Nachhilfe bei einem Professor für Englisch. Das ist nämlich für den Englischtest, der ansteht. Okay, es steht noch ein Englischtest an, davon wusste ich gar nichts. Naja, Tessa, vielen Dank für den Prospekt. Ja, Tante Claudia, da kannst du wirklich dankbar sein, dass ich das gemacht habe. Normalerweise hätte ich einen Boten oder einen Dienstboten vorbeigeschickt, aber naja, ich war mal so freundlich. Ein Englischtest steht an. Hat Hanna mich etwa angelogen? Sie meinte, sie hat nichts zu tun. Oh, es klingelt ja schon wieder an der Tür. Frau Vogel, machen Sie uns auf! Also Hanna scheint wirklich zu machen, was sie will. Sie lädt einfach Freunde ein, ohne mich zu fragen. Und für die Schule, naja, da lässt sie eigentlich auch alles schleifen. Hey Mädels, cool, dass ihr da seid. Wir müssen noch unbedingt planen, was wir alles in den Sommerferien unternehmen. Wir könnten ja alle zusammen in die Eisdiele gehen und uns einen riesigen Eisbecher gönnen. Oh, lecker. Und ich will auf jeden Fall so ein, zweimal mindestens in den Aquapark mit euch gehen. Oh Mann, das wird alles total klasse. Und wir müssen auf jeden Fall auch eine große Übernachtungsparty mal machen. Hey Mädels, kann ich euch ganz kurz mal unterbrechen? Wisst ihr was von dem Englischtest, den ihr jetzt noch schreiben solltet? Ja, wir schreiben morgen ein, aber das wird total einfach. Dafür brauchen wir nicht lernen. Also ich müsste eigentlich schon lernen, aber ich denke nicht, dass das noch was bringen wird. Ich glaube, die Noten fürs Zeugnis, da steht schon alles fest. Was? Englischtest? Davon weiß ich überhaupt nichts. Morgen? Wann hat das denn unsere Lehrerin gesagt? Hanna, hast du das etwa nicht mitgekriegt? Das hat sie am Ende der Stunde gesagt, aber ist doch egal. Es sind doch schon fast Ferien. Also ich finde, dass das gar nicht egal ist. Hanna, du hast mir gesagt, es steht nichts mehr an und du brauchst nichts mehr für die Schule machen, aber so ein Test, Oh Mann, was soll ich denn jetzt machen? Ich habe bestimmt schon mindestens 10 Tage keine Vokabeln mehr gelernt und ich kann die alle nicht. Wie wär's denn, wenn ihr euch gegenseitig einfach ein bisschen abfragt? Ich meine, das ist doch viel einfacher zusammen zu lernen, oder? Zeit habt ihr auf jeden Fall noch. Und ich werde mich jetzt weiter an die Urlaubsplanung begeben. Bis dann, Mädels. Oh nein, wenn ich den Test jetzt total versemmel, dann wird Frau Blume vielleicht sauer und dann wird die nochmal die Zeugnisnote ändern. Hanna, jetzt komm doch mal runter. Ich meine, warum regst du dich so auf? Es ist doch eh alles schon egal. Naja, alles egal ist das nicht. Stell dir mal vor, das wird jetzt total schlecht, als ob Frau Blume dann nicht nochmal die Noten ändern würde. Hanna, beruhig dich, entspann dich. Es sind fast Ferien. Hey Leute, ich hab gehört, ihr wollt euch ein bisschen entspannen und hier ein bisschen chillen. Ich hab eine gute Idee, wie das funktioniert. Oh, Emma, was machst du denn jetzt hier? Ich meine, du kannst uns auch nicht helfen. Kannst du uns Englischvokabeln beibringen? Bestimmt nicht. Englisch? Nö, kann ich nicht. Aber ich hab eine viel bessere Idee. Da kann ich wen für anrufen. Also da bin ich ja mal gespannt. Wen will sie denn anrufen? Naja, Hanna könnte es eigentlich ganz gut tun, wenn sie sich mal ein bisschen entspannen würde. Mann, die regt sich ganz schön auf. Ich hab sie jetzt angerufen und du kannst dich einfach hier hinlegen und schon mal die Äuglein zumachen. Oh Mann, Emma, als ob das eine gute Idee ist. Jetzt liege ich hier rum und am Ende dann versemmle ich wieder den Vokabeltest. Ja, ganz eindeutig. Hanna hat das total nötig, was wir hier für sie geplant haben. Also, oh, ich hab da was gehört. Ich glaube, es hat unten geklingelt. Dann muss ich mal eben runtergehen und die Tür öffnen. Hat's da gerade geklingelt? Wer kann das denn schon wieder sein? Tessa? Nee, die war schon da. Die Mädels? Auch schon. Keine Ahnung. Hey Mama, lass dich nicht stören. Das ist für mich. Ich geh schon hin.
Ach, prima. Ja, so wie Emma sich das denkt, kann sie auch einfach Freunde einladen, wie sie will. Naja, wenn das jetzt so läuft hier bei Familie Vogel. Puh. Hey, da bist du ja. Schön, dass es geklappt hat. Hallöchen. Hallo, ich bin's, die ASMR Kati. Oh, prima, cool. Und sie hat auch einen riesen Koffer dabei, was da wohl alles drin ist. Das macht sie bestimmt so Geräusche mit. Also du kannst schon mal direkt mit mir mitkommen. Meine Schwester ist oben und die könnte deine Hilfe dringend gebrauchen. Alles klar. Hallo, ich bin's, ASMR Kati. Wow, das gibt's ja gar nicht. Was macht die denn hier? Hey, ich kenne die aus dem Internet. Hanna, ich habe gehört, dass ich dich beruhigen soll. Also, dann setz dich jetzt mal hin. Oh Mann, ich bin gespannt wie ein Flitzebogen. Was holt die denn jetzt aus ihrem Koffer da raus? Als allererstes eins meiner Lieblingsgeräusche. Der Kugelschreiber. Ist das nicht beruhigend? Na, ob das beruhigend ist, weiß ich nicht. Mich erinnert das irgendwie an die Schule, dieses ständige Kugelschreibergeklicke. Hanna, konzentrier dich auf dieses Geräusch. Ist das nicht schön? Ah ja, ja, das soll mich beruhigen. Naja, hast du vielleicht noch irgendwas anderes dabei? Aber natürlich, ich habe noch ganz tolle Sachen dabei. Na, was haltet ihr von der Flasche? Das ist doch wohl wirklich beruhigend, oder? Beruhigend? Nee, ganz und gar nicht. Jetzt muss ich auf Toilette. Oh Mann! Oh, diese Hanna ist keine einfache Kandidatin. Naja, da muss ich mir wohl noch was anderes einfallen lassen. Seid ihr alle bereit für das nächste Geräusch? Also ich bin sowas von bereit. Kann losgehen. Das Rascheln mit Papier. Ist das nicht beruhigend? Ist das nicht schön? Naja, also etwas besser als das mit dem Wasser finde ich es schon. Also ich finde das sehr beruhigend. Mir hat dieses Geräusch von dem Papier gefallen. Und ich glaube, dem Kaninchen Pia gefällt es auch. Die hat schon fast die Äuglein zugemacht und ist weggeschlummert. So, ich habe noch etwas ganz Tolles mitgebracht. Mein Kaugummi. Ist das nicht beruhigend? Beruhigend? Ich finde das irgendwie eklig, die schmatzt. Also, wenn euch das alles noch nicht gefällt, habe ich noch ein ganz tolles Geräusch dabei. Eine leere Dose. Da waren einmal Würstchen drin. Und so eine leere Dose macht ein ganz tolles Geräusch. Naja, also mir wäre es viel lieber, wenn der Kakao drin wäre und keine Würstchen. Leute, schaut doch mal, es hat gewirkt. Tatsache, ja, Hanna schläft tief und fest. Oh Mann, die ist echt weggeschlummert. Hanna, kannst du mich hören? Ja, dann Hanna. Hanna? Hanna, ich wollte dich fragen, wo meine Prinzessin ist, die ich immer ins Schloss reinstelle. Hast du die gesehen? Oh, Mann, bin ich eingeschlafen? Wo ist denn ASMR Kati? Wer? Ich kenne die Person nicht. Ist das ein Vorname oder ein Nachname? Hi, ich wollte einfach mal schauen, was ihr so macht. Hanna, du entspannst dich? Hast du nichts mehr für die Schule zu tun? Oh Mann, jetzt bin ich aber total verwirrt. Nichts mehr für die Schule? Habe ich nicht diesen Englischtest noch morgen? Mama, war Tessa eben bei dir? Tessa bei uns? Warum sollte sie hier sein? Um die Unterlagen für den Urlaub zu bringen? Hä? Das würde sie niemals machen. Also ich saß da hinten die ganze Zeit auf dem Sofa und ich habe eigentlich auch schon alles im Internet gefunden, was ich brauche. Tessa war hier nicht. Also ihr wollt mir sagen, Tessa war nicht da, Pia war nicht da, Becky war nicht da und ASMR Kati war nicht hier? Keine Ahnung, wovon sie redet. Also Becky und Pia kann ich mir ja noch vorstellen. Aber wie ASMR Kati? Also ich habe keine Ahnung, Mama. Ich wollte nur wissen, wo meine Prinzessin ist, die ich immer ins Schloss reintue. Oh Mann, dann war das alles nur ein Traum. Glück gehabt. Zum Glück schreibe ich keinen Test mehr. Und wo deine Prinzessin ist, weiß ich nicht, Emma. Oh Mann, das war mal ein verrückter Traum. Obwohl es auch irgendwie cool wäre, wenn diese ASMR Kati mal hier zu uns in die Luxusvilla kommen würde. Was meint ihr? Ich glaube, jetzt ist die richtige Zeit, um sich bei Julian ins Zimmer zu schleichen. Ich glaube, er geht gerade weg. Oh Mann, ich konnte einfach nicht weiterspielen, weil ich muss so dringend auf Klo, aber gerade wurde es spannend. Das ist meine Chance.
Was hat denn er hier? Oh, Roblox, cool, ich liebe das. Ich darf das nie spielen. Oh Mann, manchmal bin ich so blöd. Ich hätte doch das Tablet einfach hier mit auf Klo nehmen können. Oh, Julian, jetzt beeil dich. Oh, oh, ich glaube, er kommt wieder zurück. Ich sollte lieber meine Beine in die Hand nehmen. Dü, ich lass mir gar nichts anmerken. Nicht zu schnell laufen, sonst sieht er, dass ich weglaufe. Oh, ich glaube, das war Rekordzeit, aber... Nein, 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 mein Tablet hat dich nicht hier gelassen. Nein, nicht so. Okay, Emma, dich jetzt nicht verplappern. Schön ruhig bleiben. Also, Emma, kann es sein, dass du vielleicht an meinem Tablet warst? Ich war nur ganz kurz auf Klo. Rekordzeit wollte ich nur mal sagen. Sag schon. Hä, was? An deinem Tablet? Nein, war ich nicht. Ich habe hier nur gesessen und mit meinen Puppen gespielt. Was soll ich denn an deinem Tablet? Na, dann kann es ja nur Hannah gewesen sein. So, die kriegt jetzt mal richtig Ärger von mir. Oh Mann, ich weiß nicht, ob das so gut ist. Dann kriegt Hannah Ärger wegen mir. Das möchte ich eigentlich auch nicht. Oh. Ach, ich wusste es doch, natürlich. Jetzt braucht ihr gar nicht so unschuldig tun. Nein, 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 ich weiß ganz genau, was los war. Julian, was soll los sein? Wir sind hier in meinem Zimmer und wir gucken YouTube-Videos. Ich habe keine Ahnung, von was du sprichst. Ja, ihr konntet doch sehen, wie ich auf Klo war. Und dann seid ihr an mein Tablet gegangen und habt Roblox gespielt. Das weiß ich ganz genau, nur mich zu ärgern. Was? Bitte was? Roblox? Du weißt ganz genau, dafür interessieren wir uns null. Wir haben was viel Besseres zu tun. Also so ab und an spiele ich eigentlich schon ganz gerne Roblox, so hin und wieder. Na, wenn du es nicht warst, dann was? Pia, also bitte, du bist hier eigentlich zu Besuch und sowas machst du? Ich glaube, ich sollte dir Hausverbot erteilen. Ja, ja, genau, das mache ich. Julian, was regst du dich denn so auf und warum schreist du Hannas Freundin an? Oh Mama, Julian, der beschuldigt uns einfach in seinem Zimmer gewesen zu sein, an seinen Sachen, dabei waren wir das nicht. Und außerdem, Roblox könnten wir auch auf dem Laptop spielen, dafür brauchen wir dein Tablet nicht. Ach so, ja, stimmt ja. Oh Mann, macht wenig Sinn. Okay, ich geb's ja zu, ich war das. Ich will nicht, dass ihr Ärger bekommt wegen mir. Tut mir leid. Okay, Emma, ich schätze deine Ehrlichkeit, aber nett von dir war das nicht. Du kannst nicht einfach ohne zu fragen an die Sachen von deinem Bruder gehen. Aha, also hatte ich doch recht. Also Emma, die stand sowieso bei mir ganz oben auf der Liste. Mama, sie darf das nicht, sag ihr das. Ja, mach ich nochmal. Also Emma, du hast es gehört. Geh nicht an die Sachen von deinem Bruder. Und wenn, musst du fragen. Und ich glaube, jetzt hast du es dir sowieso mit ihm verscherzt. Naja, ich weiß, er lässt mich nicht dran und dann gehe ich eben heimlich da dran. Es tut mir leid, okay? Ja, davon gehe ich aber jetzt in Zukunft auch mal aus. Also jetzt mache ich überall ein Passwort, überall. Ach, Emmalein, nimm's nicht so schwer. Ich weiß, du willst nur dazugehören und willst die coolen Sachen machen, die deine Geschwister machen. Aber naja, manchmal bist du eben noch zu klein dafür. Wie, was? Dazugehören? Nein, ich wollte nur Roblox spielen. Wovon redest du, Mama? Also Hannah, deine Schwester kann einem wirklich leid tun. Guck sie dir mal an. Ach, herrje. Ach ja, das ist schon nicht ganz einfach, die Kleinste zu sein. Vielleicht können wir einfach was zusammen mit ihr spielen. Und ich habe doch schon eine Idee. Ich bin sowas von dabei. Also es gibt ja nichts Cooleres, als mit seinem großen Bruder mal durch die Straßen zu ziehen. Also ich find's richtig klasse von dir, Julian, dass du Roblox beiseite legst und was mit uns machst. Cool. Naja, aber selbstverständlich. Geht's denn jetzt direkt los? Von mir aus ja. Wir müssen jetzt nur noch Emma von dem Plan berichten. Und die wird, glaube ich, echt begeistert sein. Los, Leute. Emmalein, das ist doch auch nicht schlecht. Wir beide gucken einfach gemeinsam deine Lieblingssendung. Toll, oder? Oh ja, Mama, total toll. Ich könnte mir nichts Besseres vorstellen. Oh Mann, wie langweilig. Ich könnte es lieber alleine gucken. Das reicht jetzt aber mit dem Fernsehen. Also wir haben was viel, viel Cooleres für dich. Wie, was? Was ist Cooleres? Worum geht's denn? Ich will's wissen, oder wollt ihr mich veräppeln? Oh nein, wir haben was anderes vor. Wir werden auf den Spielplatz gehen und da machen wir ein riesengroßes Picknick. Oh Mann, das ist ja total cool. Und sag nicht, ich darf mitkommen. Ist das so? Oh, das wäre prima. Natürlich kommst du mit. Oh ja, wir gehen auf den Spielplatz. Oh, danke Leute, das ist echt nett. Ach herrje, wie sich die Kinder freuen. Dabei muss ich das jetzt als Mutter total vermiesen. Kinder, ihr könnt leider nicht auf den Spielplatz gehen. Geht nicht, absolut nicht. Warum denn nicht, Frau Vogel? Ich meine, wir haben keine Hausaufgaben oder so auf. Wir haben alles erledigt und uns ist langweilig. Habt ihr mal nach draußen geschaut? Es gewittert, es regnet, wie aus Eimern. Da könnt ihr doch nicht auf den Spielplatz gehen, da werdet ihr noch vom Blitz getroffen. Oh nein, das darf doch wohl nicht wahr sein. Ich hab mich so gefreut und jetzt das. Oh Mann, wir hätten vorher das Wetter checken sollen. Oh, Hannah, hast du vielleicht einen Plan B? Wir haben uns darüber keine Gedanken gemacht, ehrlich gesagt. Wir könnten warten, bis der Regen aufgehört hat, aber das wird wahrscheinlich den ganzen Tag dauern. Ich habe eine tolle Idee bei Regenwetter. Wie wär's, wenn ihr einfach gemeinsam hier auf dem Sofa Kinderfilme schauen würdet? Ich überlasse euch das. Ich muss keine Serie oder irgendwas gucken, hm? Und dann können wir eine Pizza bestellen. Oh, Mama, du und deine Idee, das ist aber nicht das Gleiche. Wir wollten auf den Spielplatz. Oh. Ach, Emma, ich weiß, dass es nicht das Gleiche ist, aber wie wär's denn, wenn du und Papa und ich gemeinsam ins Einkaufszentrum fahren würden? Das ist auch was Tolles, was man bei Regenwetter machen kann. Soll das etwa ein Witz sein? Ich komme nie im Leben mit. Das ist einfach nur furchtbar. Ich wollte draußen schaukeln und so. Oh Mann. Schrecklich, wenn Emma so weint. Ich könnte direkt mitreisen.
weinen. Das ist herzzerreißend. Wir müssen das doch irgendwie mit dem Spielplatz irgendwie hinbekommen. Also, das sollte jetzt unsere Aufgabe für den Rest des Tages sein. Also gut, Emma, überleg dir das, ob du mit Papa und mir ins Einkaufszentrum gehen willst. Wir werden losfahren, sobald Papa hier ist von der Arbeit. Oh, habt ihr das gehört? Sie wollen ins Einkaufszentrum und dann sind sie nicht da. Julian, weißt du, was das bedeutet? Was denn? Hey, Papa ist wieder zu Hause. Ich sag euch, diese Schicht, also ich bin sowas von fertig, aber jetzt bin ich ja da. Ach, hallo Martin, gut, dass du da bist. Du kannst direkt kehrt machen. Wir fahren ins Einkaufszentrum. Wir müssen dringend Sachen besorgen. Claudia, ich kann jetzt nicht von einer Arbeit zur nächsten. Ich hab Feierabend. Bitte tu mir das nicht an. Ach, Martin, da musst du jetzt wohl durch. Kinder, wir sind dann weg. Und Emma bleibt hier. Pass gut aufeinander auf und keinen Quatsch machen. Oh, ich hasse es, erwachsen zu sein. Kann ich nicht wieder Kind sein und irgendwie oben Minecraft spielen, ganz alleine? Ja, geht doch. Mir ist das sowas von egal. Ich bleib jetzt hier in meinem Zimmer und spiel beleidigte Leberwurst. Perfekt, das war mein Zeichen. Die Tür ist zu und ich rufe Onkel Stefan an. Anna, was ist denn los? Also ich habe mich sofort auf den Weg gemacht, als ich gehört habe, dass was mit Emma nicht stimmt. Ja, Emma geht's wirklich nicht gut. Ihr Herz ist, glaube ich, gebrochen, weil wir nicht zum Spielplatz können bei dem schlechten Wetter. Ach, Kinder, jetzt sagt nicht, deswegen bin ich hier. Ich soll wieder irgendwas für euch bauen. Ihr lockt mich immer wieder unter falschen Vorwänden her. Also, ach nein. Onkel Stefan, nein, nein, nein. Also, es ist ein Notfall. Kannst du dir das mehrere Stunden geben, wie Emma am Heulen ist? Wir brauchen einen Spielplatz. Oh nein, wenn ich eins nicht leiden kann, dann sind das weinende Kinder. Eure Eltern werden mich dafür hassen, aber na gut. Ich brauche aber eure Hilfe. Ich glaube, das ist jetzt fest. Also, der Julian-TÜV sagt, es ist in Ordnung. Also, die Schaukel ist auch bereit. Ich glaube, sie ist sicher. Ja. Also, das ist wirklich erstaunlich, was wir in so kurzer Zeit hier geschaffen haben. Also, ihr macht das echt gut. Ich könnte euch bei mir engagieren. Braucht vielleicht jemand noch eine Ausbildungsstelle? Anna, jetzt ist aber mal Schluss mit Trübsalblasen. Du kannst kommen. Wir gehen zum Spielplatz. Hm? Wie soll das denn gehen? Hat es etwa aufgehört zu regnen? Ich habe gehört, es soll den ganzen Tag regnen. Es ist Land unter in Playmobil City. Ja, also ich weiß, dass es noch regnet und ich glaube, es ist noch schlimmer geworden, aber... Wie soll ich das jetzt sagen? Wollt ihr mich veräppeln? Wenn es regnet, dann können wir doch nicht zum Spielplatz. Ich bleib hier so lange sitzen, bis es aufgehört hat zu regnen. Dann gehe ich eben morgen zum Spielplatz. Mir doch egal. Also gut, dann müssen wir das wohl anders regeln. Hey, lass mich sofort runter. Ich will nicht. Wo wollt ihr hin mit mir? Emma, es wird was richtig Cooles. Stell dich doch nicht so an. Hilfe, ich werde entführt. Lass mich runter, Hanna. Ich hab dir nichts getan. Naja, wer will denn da seine Überraschung nicht haben? Sowas habe ich ja noch nie erlebt. Onkel Stefan, was machst du denn hier? Sag nicht etwa oder doch? Ich würde wohl sagen oder doch. Also, herzlich willkommen in deinem Indoor-Spielplatz, Emma. Das ist ein Spielplatz, den kann man noch nutzen, wenn es regnet. Wie cool ist das denn? Wow, mein eigener Spielplatz. Der ist zwar nicht in meinem Zimmer, aber dafür hier unten. Und alle können ihn nutzen. Also nur, wenn sie dürfen. Eine Schaukel, ein Klettergerüst, wow. Oh, ich glaube also, die Überraschung ist uns gelungen. Guck mal, sie ist auf einmal voll gut drauf und ist nicht mehr diese beleidigte Leberwurst. Leute, was steht ihr da so rum? Ich brauche jemanden, der mich anschubst. Hallo? Das mache ich, klar, gerne. Warte, Emma. Aber gut festhalten, nicht, dass du runterfällst. Das kann ich auch nur an dich weitergeben, Julian. Halt dich gut fest, ich drehe. Hi, Kinder. Oh nein, ich sehe Onkel Stefan. Das haben die ausgenutzt, dass wir nicht da gewesen sind. Und ich sehe einen Spielplatz. Oh, hast du mich deswegen nach draußen gebracht, Schatz? Sollte das eine Überraschung für mich werden? Oh, klasse, ein Indoor-Spielplatz. Kannst du mir mal bitte sagen, was das soll, Stefan? Ich meine, wir waren doch wirklich nicht lange weg und kaum bist du da und baust hier sowas in unsere Küche. Ach, Claudia, ich habe mir schon gedacht, dass ich dafür Ärger bekomme, aber schau dir doch die glücklichen Kindergesichter an. Ist das nicht schön? Schatz, guck doch mal, ich bin hier oben. Oh, du guckst ja gar nicht. Ja, Martin, ich sehe dich. Wow, toll, prima, wow. Ich konnte es einfach nicht ertragen, als ich gesehen habe, wie traurig Emma war. Und jetzt sind doch alle glücklich. Oh, guck mal, ich kann das sogar mit einer Hand, kein Problem. Immer höher, Achtung, ich fliege. Man kribbelt das im Bauch. Ach, das ist wirklich schön, wie sich die Kinder und auch Martin freuen, aber muss das denn sein? Na gut, Stefan, ich kann dir nicht böse sein. Ich meine, du hast so ein gutes Herz und wenn es um die Kinder geht, dann bist du immer hier an erster Stelle und hilfst. Und ach, dieser Spielplatz, der bleibt aber nur bis morgen. Ich hoffe, das Wetter ist dann besser. Naja, Claudia, also soweit ich weiß, wird's noch ein bisschen schlechter in den nächsten Tagen. Was? Und Stefan, wo hast du eigentlich unsere Küche hingetan? Naja, die habe ich in der Garage zwischengelagert. Bitte was? Und wie soll ich denn kochen? Oh nein, jetzt habe ich einen Spielplatz in der Küche, aber keine Küche in der Küche. Oh, ganz ruhig, Claudia.